Meine sehr geehrten Damen und Herren, herzlich willkommen im Körperforum zu unserer Veranstaltungsreihe Forscherfragen. Mein Name ist Matthias Meyer und ich leite den Bereich Wissenschaft hier in der Stiftung. In sehr grober Näherung könnte man sagen, dass es im weiten Feld der Wissenschaft, sowohl was die Geschichte als auch was die Gegenwart anbelangt, eigentlich zwei Typen gibt, die wie keine anderen fantasieerzeugend wirken und die gleichzeitig auch selbst oft fantasiegetrieben sind. Den einen Typus haben wir hier kurz vor Weihnachten verhandelt, als wir den nächsten deutschen Astronauten Alexander Gerst zu Gast hatten. Wissenschaft als Aufbruch ins Unbekannte, als große Reise in unendliche Weiten und zu unentdeckten Welten. Sozusagen die Realübersetzung unserer großen Mythen von Homer bis zum Hobbit. Den zweiten Typus verhandeln wir heute Abend. Und er kennt auch seine großen Erzählungen von, um weiterhin nur beim Buchstaben H zu bleiben, vom Homunculus bis zu Hell, dem intelligenten Bordcomputer aus Kubricks 2001 Odyssee im Weltraum, dessen geniale Persiflage in dem Film Dark Star von John Carpenter die Sache dann auch gleich ziemlich bündig auf den Punkt bringt. Der Bordcomputer als intelligente Bombe, die zu einigem Selbstbewusstsein gekommen, sich auch gleich für den lieben Gott hält und mit den Worten des Schöpfungsaktes, es werde Licht, die ganze Schoße im Nuklearblitz sozusagen in Realtime im Moment der Entstehung auch gleich wieder in den Orkus fahren lässt. Das nenne ich mal Dialektik. Anders übrigens als der Reisetyp, also diese Abenteurer, Astronauten und so, der am Ende fast immer noch gut ausgeht, ist der Schöpfungstyp, der kurz gefasst lautet, wir sind selbst sowas wie der liebe Gott und können deshalb auch selbst sowas Schickes wie einen künstlichen Menschen oder zumindest maschinelle Intelligenz oder autonome Roboter erschaffen, von Anfang an in dieser Sache unentschiedener. Es gibt sowohl großartige Utopien als auch verheerende Dystopien, sprich Katastrophenszenarien. Oder, um noch einmal ganz anders anzufangen, meine Damen und Herren, Raumfahrt und Robotik. Das ist eigentlich der Märchenmodus von Wissenschaft. Und wer diesen Märchen noch nicht gelauscht hat, der hat definitiv etwas verpasst. Und weil es hier eben so sehr um Märchenhaftes geht, erlaube ich mir jetzt auch eine kleine Märchen, nein, keine Angst, nicht Stunde, sondern Doppelminute. Jakob Grimm erzählt seine Robotergeschichte 1808, eine Variante der Golem-Erzählung. Die polnischen Juden machten nach gewissen gesprochenen Gebeten und gehaltenen Fasttägen die Gestalt eines Menschen aus Ton oder Leim. Und wenn sie das wunderkräftige Schemhemphoras darüber sprechen, so muss er lebendig werden. Reden kann er zwar nicht, versteht aber ziemlich, was man spricht und befehlt. Also in Klammern, ist programmierbar. Sie heißen ihn Golem und brauchen ihn zu einem Aufwärter, allerlei Hausarbeit zu verrichten. Allein er darf nimmer aus dem Hause gehen. An seiner Stirn steht geschrieben Amat, was heißt Wahrheit oder Gott. Er nimmt aber täglich zu und wird leicht größer und stärker denn alle Hausgenossen, so klein er auch anfangs gewesen ist. Daher sie aus Furcht vor ihm den ersten Buchstaben auslöschen, sodass nichts bleibt als Mat, was heißt, er ist tot, worauf er zusammenfällt und wiederum in Ton aufgelöst wird. Einem ist sein Golem aber einmal so hoch geworden und hat ihn aus Sorglosigkeit immer wachsen lassen, dass er ihm nicht mehr an die Stirn reichen konnte. Da hat er aus der Angst, dem Knecht geheißen, also dem Golem, ihm die Stiefel auszuziehen, in der Meinung, dass er ihm beim Bücken an die Stirne reichen könne, um dann den Buchstaben zu entfernen. Dies ist auch geschehen und der erste Buchstab glücklich ausgetan worden. Allein die ganze Tonlast fiel auf den Juden und erdrückte ihn. Und da haben Sie eben schon das ganze Kuddelmuddel von Utopie und Katastrophe. Ja. Von die Maschinen katapultieren uns ins Reich der Freiheit, indem sie uns endlich diese ganze lästige Arbeit nehmen. Bis zu dabei bleibt es aber nicht, weil sie sich darauf nicht beschränken, sondern am Ende den Laden gleich ganz unter sich begraben oder übernehmen werden.
Ob übrigens in der Silizium, sprich Rechner, Roboter, oder Kohlenstoff, sprich Klonvariante, ließe sich wunderbar diskutieren, weswegen Sie sich heute Abend auch gleich schon den 19. Februar vormerken sollten, an dem wir hier über synthetische Biologie sprechen werden. Nun muss man aber der Ehrenrettung halber sagen, dass es in diesem Bereich nicht nur haltlose Science-Fiction und Fantastik gibt, sondern auch ganz handfest realistische Literatur, die dem echten Leben in den Labors viel näher kommen dürfte. Ganz vorne für mich seit meiner Kindheit dieses Werk, Robby, Tobby und das Flievertüt. Auch das muss zitiert werden. Als der Roboter Platz nahm, quietschte es laut. Ich glaube, bei dir hat's gequietscht, sagte Tobby verwundert. Stimmt. Wieder dieses verflixte linke Kniegelenk, knurrte Robby und schaute missbilligend auf sein linkes Roboterbein. Es braucht mal wieder ein paar Tropfen Öl. Übrigens, quietschende Gelenke sind eine weit verbreitete Roboterkrankheit, so wie bei euch der Schnupfen. Tja, meine Damen und Herren, Sie merken schon die Spannweite zwischen Traum und Wirklichkeit, zwischen völlig überzogenen Versprechungen einerseits und realen und ungeahnten Fortschritten. An Stellen, wo man sie vielleicht gar nicht vermutet hätte, ist auf dem Feld der maschinellen Intelligenz und Robotik besonders groß. Höchste Zeit also, hier mal für etwas Klarheit zu sorgen. Deshalb freuen wir uns ganz besonders, heute Abend Professor Andreas Birk zu Gast zu haben. Ich weiß nicht, lieber Herr Birk, ob Sie in Ihrem Labor jetzt eher an einem Homunculus, respektive Hell, basteln oder nicht doch eher irgendeinem vermaledeiten Leergutautomaten den Schnupfen wegkurieren. Was ich aber weiß, ist, dass Sie seit den 90er Jahren und aktuell seit 2001 als Professor für Electrical Engineering and Computer Science an der Jacobs University in Bremen zu autonomen, intelligenten Systemen, sprich Robotern, forschen und mit Ihren Teams auch schon diverse Male den Roboterwettbewerb RoboCup gewonnen haben. Was genau das heißt und ob Sie dabei eher der Masseur mit dem Ölkännchen oder der Taktiktrainer mit dem durchschlagenden Programmierkonzept waren, verraten Sie uns vielleicht gleich. Herzlich willkommen, Andreas Birk. Meine Damen und Herren, ebenso sehr freuen wir uns, Ihnen heute eine kleine Weltsensation präsentieren zu können. Premiere, das war das andere Wort. Den ersten vollautonomen und intelligenten Moderationsroboter Typ Martin Meister 2. Er ist wie das Ebenbild, nach dem er konstruiert wurde, der gleichnamige Chefredakteur von Geo International, dazu in der Lage, hochkomplexe Sachverhalte in Echtzeit in verstehbare Sinneinheiten zu zerlegen. Sein Sprachausgabesystem dürfte ohne Übertreibung als das derzeit fortgeschrittenste auf dem Markt gelten. Und sein mimisches Interface ermöglicht es ihm, selbst bei bohrenden Nachfragen einen freundlichen und gelassenen Gesichtsausdruck zu wahren. Meine Damen und Herren, wir sind überzeugt, dieser Abend wird den Beweis erbringen, dass maschinelle Intelligenz möglich ist. Sie werden Martin Meister 2 nicht vom Original unterscheiden können und sollten sich ihm gegenüber deshalb auch ganz wie gegenüber dem Original verhalten. Deshalb sage ich jetzt auch ganz wie gewohnt, herzlich willkommen, Martin Meister 2. Bitte wundern Sie sich nur nicht, wenn er im Anschluss nicht wie üblich mit Ihnen mit einem Glas Wein anstößt, zu dem Sie natürlich wie immer eingeladen sind, sondern wir ihn stattdessen vielleicht direkt ans Ladekabel hängen müssen. Mal sehen, jetzt aber Bühne frei, Andreas Birk und MM2. Viel Vergnügen und vielen Dank. Ja, Herr Mayer, vielen Dank für das Kännchen Öl, was Sie hier für mich auch schon für das Wasser ist da eher schlecht gestellt haben. Maschinelle Intelligenz, dieser Titel steht heute über unserer Forscherfragestunde. Folglich werden wir, so erwarten Sie zu Recht, über die Intelligenz der Maschinen sprechen. Aber es gibt nicht nur die Intelligenz von Maschinen, sondern auch die für Maschinen. Und auch das kann man maschinelle Intelligenz nennen. Nun scheint es Menschen zu geben, die von solcher Intelligenz mehr in die Wiege gelegt bekommen haben als andere.
geborener Maschinenversteher. Professor Andreas Birk gehört eindeutig dazu. Während seiner Schulzeit im Saarland hat er nicht weniger als 8-mal an Jugendforschwettbewerben teilgenommen, unter anderem mit einem mobilen Roboter, den er mit 14, 15 Jahren baute, eine Art fahrender Mülleimer, wie er selber sagt, mit Greifarm und Sprachausgabe. Im Jahr des Mauerfalls nahm Birk ein Informatikstudium an der Universität des Saarlandes auf, brachte es rasch über die Runden und hängte eine Doktorarbeit an, die er nach nur 5 Semestern mit der Promotion beendete. Und was war das Thema seiner Arbeit? Natürlich eine Roboterleistung. Wie man es einem Roboterarm beibringen kann, beziehungsweise den Programmen, die ihn steuern, gezielt nach Objekten zu greifen. Sie glauben, Sie hätten das schon 1000-mal an Industrierobotern am Fließband gesehen? Oh nein, es geht hier nicht um festgelegte Greifdistanzen auf immer gleiche Objekte, sondern um das Realisieren von Unterschieden und individuellen Reaktionen, um intelligente Maschinen eben. Und übrigens hat das Stichwort Intelligenz Sie alle hier, meine Damen und Herren, oder viele von Ihnen, zu einem ganzen Schwarm von Vorabfragen angeregt. Und ich danke Ihnen natürlich sehr herzlich dafür, ich freue mich. Ich muss mich aber auch mühen, viele Ihrer aufs Grundsätzliche zielende Fragen hier vorzubringen. Bitte verstehen Sie aber, dass ich Professor Birk auch nach seiner Forschungsarbeit fragen will und als Journalist auch einige aktuelle Bezüge herstelle. Und zum Schluss gibt es dann noch Gelegenheit zu Nachfragen für Sie, allerdings nur, wenn wir beide uns ranhalten und zügig durch die vielen, vielen Fragen hindurchgehen. Darum komme ich gleich mal auf Ihre gegenwärtige Position zu sprechen. Herr Meyer hat es gesagt, Jacobs University, das ist eine private Universität, eine der besondere Einrichtung in Deutschland. Was hat es damit auf sich? Ja, wir sind so ein bisschen ein Experiment. Also wir sind sozusagen die erste echte Privatuni in Deutschland. Warum echte Privatuni? Weil wir eine richtige Universität sind. Das heißt, wir sind relativ breit, wir haben alle möglichen Disziplinen, wir haben Ingenieurswissenschaften, Naturwissenschaften, aber auch Geisteswissenschaften, Sozialwissenschaften. Und der Privataspekt erlaubt uns halt verschiedene Dinge, insbesondere wir haben halt einen rein englischsprachigen Campus, also die Studenten eben auf dem Campus, das Englische ist halt auch unsere tägliche Sprache. Und wir wählen die Studenten aus, was ja in Deutschland so ein bisschen so ein No-No ist. Und dann zahlen die auch noch. Und das ist ja so eine Kombination, wo in Deutschland meistens so ein Raunen durch das Publikum geht, insbesondere wenn da Studenten da sind. Wobei ich ehrlich sagen muss, wir haben Studenten, die können sich teilweise das Studium an einer freien deutschen Uni gar nicht leisten, weil das ja auch immer eine Frage der Lebenshaltungskosten ist. Und, aber dennoch sind die Studiengebühren ja die Studiengebühren sind sehr, sehr hoch. Also für einige gibt es Stipendien. Für einige gibt es Stipendien. Und andere, die halt aus besser gestellten Familien kommen, die müssen halt zahlen. Wollen Sie uns mal eine Größenordnung nennen? Die sind, glaube ich, jetzt so was 20.000 an Studiengebühren pro Jahr. Also es ist schon... Für Deutschland beträchtlich, für Amerika. Deutschland beträchtlich. Wir haben halt einfach Studenten, die auch teilweise an amerikanischen Top-Unis zugelassen sind. Mhm. Also wir haben auch wirklich sehr, sehr harte Zulassungsbeschränkungen. Es ist sehr schwer, bei uns reinzukommen. Wir sind da auch teilweise vergleichbar mit irgendwelchen Big-Name-Universities. Mhm. Und die halt einfach sagen, oh, das in Deutschland ist ja doch ein bisschen günstiger. Auch dann nochmal so im Hinterkopf haben, Deutschland, BMW, Mercedes, ist kein Witz. Ne? Das ist halt bei internationalen Studenten auch ein Thema. Und ich sage jetzt mal ein bisschen salopp, George W. Bush hatte uns auch geholfen. Da gab es auch wirklich Studenten, die gesagt haben, die USA sind nicht mehr wirklich das große Traumland für uns. Ach so, Sie sind ausgewichen. Was meinen Sie gerade mit dem Stichwort Mercedes, BMW? Die finden das toll hier im Land. Die finden das toll. Ja. Deutschland ist halt noch so die große, sage ich mal, Technologienation in vielen Augen und bei vielen potenziellen Studenten. Und die halt einfach sagen, das ist auch nochmal eine gute Alternative zu halt einfach USA, dann nochmal UK, wobei halt auch gerade England
Probleme hat, weil da ja auch die Studiengebühren extrem hoch sind. Also es ist durchaus eine sinnvolle Alternative, Sie so etwas ja, in Deutschland zu haben. Sie haben ja vorhin gesagt, man hätte sich es auch leichter machen können mit so einer Privatuni, wie es sie teilweise ja auch gibt, nur Jura oder nur BWL. Da finden sich leichter mal Leute, die 20.000 Euro fürs Jahr oder Semester investieren. Aber nein, dieses ist eine Volluniversität, wo man das eben auch für Geschichte oder sonst was bezahlt. Das ist natürlich viel schwieriger, da Studenten für zu gewinnen. Ja, erstaunlicherweise nicht so schwierig, wie ich dachte. Also als ich bin halt seit Anfang an dabei. Ich hatte gleichzeitig einen Ruf auf eine Lebenszeitprofessur an der Deutschen Staatsuni. Also ich hatte sozusagen die Alternative zwischen die absolute Sicherheit und das ganz große Experiment. Und ich hatte mir einfach mal das ganz große Experiment angeschaut. Und ich war extrem positiv überrascht, welche Studenten wir von Anfang an haben konnten. Und es gibt halt auch wirklich ein ernstes Interesse, halt so eine Möglichkeit in Deutschland auch wahrzunehmen. Gut. Und es funktioniert halt auch. Und das Schöne ist halt auch, dass unsere Studenten teilweise relativ viele interdisziplinäre Kurse machen müssen. Also die werden auch teilweise so ein bisschen gezwungen, über einen Tellerrand hinauszuschauen. Und das funktioniert auch interessanterweise sehr gut. Für unsere jungen Leute hier gibt es also zwei Wege an die Jakobs-Universität. Entweder ganz toll sein und ein Stipendium abgreifen oder eben den reichen Onkel oder sonst einen Geldgeber finden, der einem sowas bezahlen kann. Wenn Sie schon sagen, Privatuniversität, da kann ich gleich eine Frage eines unserer Saalgäste anschließen. Helmut Ludwig fragt, wie ist die Zusammenarbeit zwischen Wissenschaft und Wirtschaft? Haben Sie eine besondere Nähe zu Drittmittelgebern, zu auch Auftragsforschung für die Wirtschaft? Wie an jeder anderen Uni dieser Welt. Also das ist, es gibt natürlich Kontakte zur Industrie. Für mich persönlich, ich bin auch jemand, der, also zwei Seelen wohnen auch in meiner Brust. Ich habe ja so ein bisschen so diese Ingenieursseele und die Wissenschaftsseele, also sozusagen die fundamentalen Fragen erforschen. Aber wenn es auch nützlich ist, tut das auch nicht weh. Und da haben Sie in Ihrer eigenen Forschungstätigkeit Industrieaufträge auch? Ich habe halt einige EU-Projekte und da ist halt klassisch immer Industrie mit drin. Als Partner. Und dann, ja. Es hilft halt auch zum Beispiel den Studenten mal ein bisschen die Realität hin und wieder kennenzulernen. Mhm. Also da besteht eine gewisse Nähe, aber jetzt auch nicht so, dass halt viel wie so Brot- und Butteraufträge nicht unbedingt. Okay. Also wir werden ja gleich uns ein Beispiel näher angucken, dann können Sie ja vielleicht noch mal erwähnen, ob es da einen industriellen Partner auch gibt in dem Projekt. Zunächst wollen wir aber etwas näher treten. Was machen Sie da nun? Sie leiten die Robotic Group und ich habe gelesen, die arbeitet an der Orientierung in unstrukturierter Umgebung. Da habe ich mich gefragt, was heißt das jetzt? Unstrukturierte Umgebung. Ist das gerade ganz unordentlich oder ist das gerade sehr ordentlich und gleichförmig, so wie im zweiten Hauptsatz der Thermodynamik? Ja. Wenn alles gleich verteilt ist, dann ist es angeblich unordentlich. Also was ist unstrukturierte Umgebung bei Ihnen? Ja, das Schöne an der Robotik ist ja auch, es gibt keine klaren Definitionen. Und es wird sich auch ständig drüber gestritten. Und also dieser Begriff kommt halt eigentlich aus dem Englischen, Unstructured Environments, und bezeichnet eigentlich alles außer die klassische Fabrikhalle. In der klassischen Fabrikhalle kann ich sozusagen die Arbeitsbedingungen so strukturieren, so herrichten, dass es so einfach wie möglich für den Roboter ist. Klassiker, Autoproduktion, Schweißen. Der Roboter geht fest davon aus, das Auto ist genau an dieser Stelle, da ist mein Schweißpunkt, da fährt er hin, weiß zu welchem Zeitpunkt das Auto, der Schweißpunkt an dieser Stelle ist, fährt dahin, schweißt. Mhm. Wenn aus welchem Grund auch immer die Karosserie ein bisschen verschoben ist, geht alles schief. Da gibt es auch wunderbare Videos, wenn halt da mal irgendwo die Programmierung nicht stimmt, die Planung nicht stimmt, dann heilloses Durcheinander. Schade, das hätten Sie uns mal vorher schicken sollen, ein schönes Crash-Video. Ja, das die werden hier auch, gerne nochmal gezeigt. Werden auch nicht so gerne rausgegeben. Ach so. Das kann auch immer mal sehr, sehr teuer sein.
Und jeder Robotikstudent hat die Geschichte, wo er mal mit dem Roboterarm durch den Tisch gefahren ist, ist mir auch passiert. Mhm. Sie hatten ja meine Promotion erwähnt, das war ein lernendes System. Und eine der ersten Sachen, die ich gelernt habe, war reines Lernen. Also man muss gewisse Beschränkungen haben, sonst findet der Roboter sehr schnell raus, wie er durch den Tisch durchkommt. Die sind nämlich in der Regel stark, die klassischen Arme. Mhm. Also das heißt, in der klassischen Fabrikhalle habe ich alles sehr strukturiert, sehr vorhersehbar. Aber ich will jetzt zunehmend oder allgemein will man zunehmend Roboter in alltäglichen Umgebungen einsetzen. Und ja, die sind bei mir in der Tat unstrukturiert. Die sind sehr unstrukturiert. Ne? Genau. Und wenn man dann von Haushaltsrobotern träumt, gehen sie mal in ein Kinderzimmer rein. Ich mache auch Schutz- und Rettungsrobotik, also von Katastrophenszenarien sind die sehr oft nicht weit weg. Gut, ich glaube, wir haben es verstanden. Sagen wir mal, also so unübersichtlich, im landläufigen Sinne vielleicht sogar unordentlich. Ich weiß nicht, was kommt. Variabel, ich weiß nicht, was kommt. Damit befassen sich eben nicht so sehr oder nicht schwerpunktmäßig mit Industrierobotern, die ja aber in der Robotik das große Übergewicht haben, wenn ich es richtig sehe. Es gibt 1 Million etwa, habe ich gelesen. Noch. Also man muss halt sagen, in der Robotik, was sozusagen die Anwendungen angeht, was die Märkte angeht, sind halt die klassischen Industrieroboter natürlich noch dominierend. Aber das ändert sich zurzeit wirklich rapide. Mhm. Und da gibt Wie ist das Verhältnis augenblicklich? 90-10%? So? Ja, 90-10 ist eine ganz gut gefühlte Ratio. Mhm. Wobei, je nachdem wie man geht, ob man jetzt nach Stückzahlen, nach Verkaufszahlen, sonst was. Aber allein die Tatsache, dass Militärrobotik halt auch ein sehr großer Markt wird. Mhm. Die Firma iRobot ist von Boeing für viele 100 Millionen Dollar gekauft worden, ist jetzt nicht unbedingt ein schönes Beispiel, aber trotzdem auch ein klares Beispiel, dass auch in der Robotik sich da sehr, sehr viel verändert. Sprechen wir noch drüber. Das ist natürlich ein Beispiel, das ich überhaupt nicht unerwähnt lassen kann. Zunächst einmal zu Ihrer Arbeit. Sie haben es gerade erwähnt, Sie arbeiten mit Rettungsrobotern. Das ist oder eins Ihrer Gebiete. Wo werden die denn heute schon eingesetzt? Jetzt nicht das, was Sie entwickeln, sondern was gibt es denn überhaupt augenblicklich schon? Mal ein, zwei Beispiele nur. Wo kommt sowas vor? Eigentlich Luft, Land, Unterwasser sind zum Beispiel zurzeit auch einige in Fukushima in Einsatz. Das ist halt auch nochmal ein ganz großes, wichtiges Thema. Es gibt halt so erste Systeme, Schlangensysteme, die halt auch schon in Trümmerbergen eingesetzt werden. Das sind teilweise, sage ich mal, verbesserte Endoskopsysteme, also wo man sozusagen ja, Endoskope ganz groß hat, also nicht wie in der Chirurgie, sondern um halt wirklich tief in Trümmerberge reinzukommen, die dann halt auch nochmal ein bisschen robotische Elemente haben. Flugsysteme werden eingesetzt, um zum Beispiel auch über größere Trümmerfelder drüber zu gehen und da Karten zu erstellen. Schauen wir uns mal, wir haben Bilder vorbereitet. Wenn wir mal das erste Foto zeigen, was Sie uns zugeschickt haben. Hier Trümmerfeld, haben Sie gerade gesagt, dieses ist aus Texas, ein eingestürztes Parkhaus in Disaster City, einer Testarena, die es in Texas gibt für Robotiker wie Sie. Was treibt der kleine Kerl da unten? Der hat sozusagen eine 3D-Karte von diesem zusammengestürzten Parkhaus erstellt. Also Disaster City, der Name ist Programm. Es ist halt in Texas, ist halt auch typisch texanisch, extrem groß. Die haben da unter anderem ein Einkaufszentrum, das sie mal gesprengt haben, damit man da ein bisschen üben kann. Mhm. Parkhäuser etc. Und da finden jährlich halt auch Evaluierungsveranstaltungen für Schutz- und Rettungsroboter statt. Da sind wir auch eigentlich regelmäßig, weil wir halt auch eine starke Kooperation mit dem National Institute of Standard and Technologies, dem NIST in den USA haben. Und ja, dieser Roboter hat eine 3D-Karte von diesem kollabierten Gebäude erstellt. Weil also erstmal das Terrain sichten. Wir stellen uns vor, man kommt nicht rein. Man kommt nicht rein. Gas, was ausgeströmt ist oder irgendetwas. Die Sache ist halt auch so, gerade wenn ich halt irgendwo einen Kollaps habe, ein kollabiertes Gebäude, ist es halt so, dass man erstmal wissen muss, was ist Stand der Dinge. Mhm.
Und die Risikoeinschätzung geht normalerweise so, dass man halt erstmal versucht einzuschätzen, ob es überhaupt dort Überlebende gibt. Und dann wird halt die ganze Situation komplett anders bewertet. Also ein Rettungstrupp geht viel, viel höhere Risiken ein, wenn er weiß, da gibt es jemand und wo gibt es diese Person, als wenn das alles nur ganz vage ist. Also es macht Sinn, so einen Roboter einzusetzen, um erstmal Informationen zu sammeln. Ja, Sie haben gerade gesagt, er erstellt eine 3D-Karte. Man könnte doch auch einfach irgendwie alles filmen und dann weiß man doch, wie es aussieht. Was, ja, warum muss man da immer so eine Karte erstellen? Es ist unglaublich faszinierend, wie schnell man dann sozusagen nicht mehr weiß, wo man ist. Da habe ich auch eine super schöne Geschichte zu, auch jetzt aus der Kooperation mit dem NIST. Ein Kollege da, der evaluiert also wirklich halt auch die bestmöglichen Roboter, also die halt auch wirklich zum Beispiel von der US Army eingesetzt werden. Der hat ein Testgelände sozusagen in einem ehemaligen Raketensilo. Der Bediener von diesem Roboter ist eine Stahlwendeltreppe in diesem Raketensilo hoch, ich weiß nicht, 30, 40, 50 Meter. Und der Roboter ist dann von der Treppe runtergefallen. Während des Falls hatte der Bediener kein Videosignal, das war alles verrauscht. Das Ding knallte unten auf dem Boden auf. Mhm. Hat noch funktioniert, der Roboter, sehr gut gebaut. Und der Bediener hat ungelogen eine Viertelstunde nach dem Runterweg auf der Treppe gesucht. Mhm. Der hat sozusagen nicht mitgekriegt, dass er 30, 40 Meter runtergefallen ist. Er dachte, er ist noch oben auf der Treppe. Da war kurz ein Bildausfall für ein paar Sekunden. Und versuchte dann wieder runterzukommen. Das ist ein Beispiel dafür, dass Filmaufnahmen bestimmte zum Beispiel Höhenunterschiede nicht enthalten. Ich falle mal rum und diese Kleinigkeit, wir haben diese Illusion, oder wir können sehr, sehr gut uns in Gebäuden zurechtfinden, wenn wir als Menschen selber durch diese Gebäude gehen. Wir sammeln automatisch die Schritte, wir bauen im Kopf eine Karte auf, wir wissen relativ genau, wo wir sind. Wenn wir rein die Videoinformationen haben, verlieren wir sehr, sehr schnell die Einschätzung, wo wir uns im Raum befinden. Wir haben natürlich noch mal so grob, ich habe doch da zweimal links und einmal rechts. Aber das geht ganz, ganz schnell, wenn ich einfach nur über Video das Ding durch die Gegend steuere. Wir haben das hier vertieft, weil ich aus meiner Vorlektüre verstanden habe, dass Ihnen 3D-Karten eben eine ganz wichtige Sache sind, dass das im Zentrum auch Ihrer Arbeit steht. Wir können uns vielleicht mal das nächste Foto angucken. Da sieht man noch eine Testsituation bei Ihnen zu Hause sozusagen in Bremen an der Jakobs-Universität. Und wir gucken uns noch ein weiteres Foto bitte an. Das uns zeigt, dass Sie auch Flugroboter einsetzen, ja in Ihrer Sprache Unmanned Aerial Vehicles, ja. UAVs genannt. Sie haben gerade schon Fukushima angesprochen. Das war ja auch ein, wie soll man sagen, kulturhistorisch interessanter Vorfall. Es gab die Katastrophe, es gab keinen Strom, wie Sie sich vielleicht erinnern, in Fukushima. Zwei Tage lang hat man ja versucht, ein 200 Meter langes Stromkabel anzuschließen an die Generatoren für die Kühlung. Es gab keinen Strom, es gab Staub, es gab alle möglichen Schwierigkeiten, sich zu orientieren. Ein Fall eigentlich für Roboter, und Japan hat aber zunächst sie gar nicht unbedingt haben wollen aus dem Ausland. Ja, man muss halt auch dazu sagen, das war halt auch wirklich eine sehr, 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 sehr komplexe Situation. Und da kamen halt auch einige Faktoren zusammen. Ein entscheidender Faktor ist, dass es halt im Vorfeld politische Entscheidungen gegeben hat, die sich als hochgradig falsch herausgestellt haben. Man hat zum Beispiel in Deutschland und in Frankreich, ich nenne es einfach mal Spezialeingreiftruppen für Nuklearunfälle, die mit Robotern extrem gut ausgerüstet sind. Die haben teilweise schweres Gerät, also Bagger, die in Roboter umgewandelt worden sind, die also sozusagen ferngesteuert durch die Gegend gefahren werden kann. Es gab einfach mal in Japan eine politische Entscheidung, dass man das in dem Umfeld für Nuklearkatastrophen nicht braucht, weil die Nuklearkatastrophen nicht passieren können.
weil man einfach entsprechend vorgesorgt hat. Man hat dann natürlich festgestellt, ups, ist so nicht. Ja. Hat dann es nicht doch eine Weile gebraucht, dass diese Nation, die ja der Welt auf jeder Technikmesse tanzende und singende Roboter vorführt, dass sie nun keine eigenen hat, das war ja auch ein gewisser Gesichtsverlust, oder? Ja, also es wurden auch teilweise eigene Systeme eingesetzt, die halt dann auch nicht so viel leisten konnten, wie man das im optimalen Fall hätte bei vernünftiger Vorarbeit hinkriegen können. Es sind da, ich scheue mich das fast zu sagen, es sind auch teilweise politisch-wirtschaftliche Entscheidungen getroffen worden, weil gewisse Roboterhersteller auch teilweise mit gewissen Energiekonzernen, sage ich mal, verbandelt sind und es da auch teilweise Diskussionen drum gab, welche Systeme von welchen Konsortien jetzt zuerst eingesetzt werden. In Fukushima, in der Notsituation, in heißen Stunden gab es solche Diskussionen, das kann man ja kaum glauben. Das war nicht direkt in den direkten Notsituationen, sondern das war eher ein bisschen, sag ich mal, im direkteren Nachfeld. Aber Japan war schlichtweg aus meiner Sicht mit den notwendigen politischen Entscheidungen überfordert, weil es halt keinerlei Entscheidungsstrukturen gab, die auf einen solchen Fall vorbereitet waren. Nachher sind dann der amerikanische Roboter von der Firma iRobot reingebracht worden. Die haben Aufnahmen gemacht, die wir zum Teil alle gesehen haben. Also die Roboter haben funktioniert, aber manchmal ist es ja auch umgekehrt. Der Mensch funktioniert und die Technik versagt. Da bringe ich jetzt eine Frage eines Saalgastes hier zur Sprache. Bernhard Luft gibt zu bedenken, der Mensch kann seinen Fehler vielleicht korrigieren und anschließend weitermachen. Der Roboter bleibt gestört, bis der Techniker kommt. Da ist ganz klar was dran. Ne? Das ist halt... kann sie das nicht manchmal zur Verzweiflung treiben? So ein blöder Roboter, da fehlt irgendwas. Bloß das Öl im Gelenk oder so und quietscht und... Ich sag jetzt mal unverschämt, die Menschheit hat halt einfach eh schon so einen Punkt überschritten, wo wir als Robinson Crusoe auf der Insel einfach schlecht aussehen. Also wenn irgendjemand hier aus dem Saal jetzt mal alleine auf der Insel landen würde, wir sind halt mittlerweile doch sehr, sehr technologieabhängig. Und man kann natürlich sagen, das ist schade. Ich muss Moment, wir wollten doch über die Schwächen der Technik sprechen, ja, nicht des Menschen. Beides hat ja auch ein bisschen was miteinander zu tun. Ja. Also so prinzipiell, ich träume natürlich selber schon so ein bisschen davon, dass irgendwann mal der Roboter kommt, der halt menschengleich ist, der also dann seinen Fehler erkennt und da das korrigieren kann. Aber das ist halt zurzeit leider noch ein bisschen Traum. Gut. Also bevor man sich selbst repariert, kann man sich ja erstmal selbst orientieren. Das ist ja Ihre Arbeit, das sind die 3D-Karten. Und ein ganz besonders intensives Arbeitsfeld sind die Unterwasserroboter. Da wollen wir jetzt nochmal reingucken. Bevor wir auf viele Ihrer großen Fragen kommen, schauen wir jetzt noch einmal in Ihr Arbeitsgebiet, nämlich dass der Unterwasserroboter in dem EU-Projekt, das Sie schon angesprochen haben, MOVE. Da sind 9 Organisationen dran beteiligt, französische, deutsche, italienische. Und Sie haben ein Teilprojekt. Ich habe gelesen, es geht darum um Folgendes. Es besteht aus mobilen Komponenten, die virtuell zusammenhängen, in einem Knoten. Jetzt sagen Sie mal, wie viele Roboter hängen da virtuell in einem Knoten unter Wasser denn zusammen? Erstmal, wie viele überhaupt? Ja, wie immer, ein klares kommt drauf an. Das ist eine meiner Lieblingsantworten. Also so typischerweise 3, 4, 5, 6. Die Motivation dahinter ist eigentlich relativ einfach. Wir wollen in Szenarien agieren, wo ein einzelner großer Roboter sehr schnell in Schwierigkeiten reinkommt. Das können zum Beispiel einfach biologische
Aufgaben sein, wo man halt an Cliffs operiert, also wo man hier sind wir halt, Azoren, da, ne? Da sind wir an Azoren, da ist ein schöner Vulkan, der halt eine schöne Steilwand unter Wasser hat, da gibt es halt Überhänge und das ist für die klassischen Unterwasserroboter kritisch, die können da mal sehr schnell hängen bleiben oder halt auch Ölförderanlagen auf dem Meeresgrund, zum Beispiel im Zusammenhang mit der Deepwater Horizon, da gab es halt auch relativ viele Fahrunfälle während der Aufräumarbeiten, also während der Arbeiten an diesem defekten Bohrloch. Also große, klassische große Unterwasserroboter sind halt einfach sehr schwer zu handhaben. Und die Idee ist halt, statt einem großen teuren wollen wir mehrere nicht ganz so große, kleinere, die dann zum Beispiel auch mal gegen das Cliff fahren können, ohne dass dann halt gleich was Schlimmes passiert. Und wie orientieren die sich visuell mit Kameraaufnahmen, mit Linsen oder mit Sonaren? Wir arbeiten mit verschiedenen Sensoren, mit verschiedenen Technologien. Wir arbeiten halt auch sehr gerne mit Kameras. Das hat halt den großen Vorteil, dass man da eine gute Sicht braucht. Das heißt, man muss halt zu den Azoren fahren. Wir haben auch schon mal auf Hawaii-Daten gesammelt. Ach so, oder, das ist ein persönlicher Vorteil. Ja, das ist ein persönlicher Vorteil. Also, wie der Satz anfing, habe ich mich gewundert. Das hat den Vorteil, dass man da klares Wasser braucht. Ja. Das haben wir in der Nordsee ja selten. Das haben wir an der Nordsee selten. Und deswegen, da kommt dann halt auch wieder die Industrie und sagt, das ist ja schön, wenn ihr hier immer wieder Badeurlaub macht. Mhm. Aber wie sieht das denn mit der Realität aus? Und die Realität ist halt einfach, sehr oft hat man halt keine Sicht. In einem typischen Hafen hat man sowas wie 10 cm Sicht vor der Kamera. Das ist komplett unbrauchbar. Und da muss man halt Sonar verwenden. Und Sonar ist halt relativ schwierig, weil Sonar ist halt, wie der Name schon sagt, schallbasiert. Mhm. Und Schall ist selbst unter Wasser relativ langsam. Das heißt, ich kriege meine Daten. Das sind ja immer Entfernungsmessungen. Ich schicke so einen Ping raus, ich gucke, wann der Ping wieder zurückkommt. Das dauert ein Weilchen und die Daten sind relativ ungenau. Mhm. Und dann ist halt die Frage, wie kann ich aus diesen Daten trotzdem ein halbwegs vernünftiges Modell meiner Umgebung machen? Weil es hilft ungemein, wenn ich halt weiß, was vor mir ist, wenn ich nicht dagegen fahren möchte. Und wie kann ich das jetzt machen? Also gehen wir mal von dem Sonarsensor aus. Wir haben jetzt also diese ungenauen Sonardaten und wollen, unser Ziel ist eine Karte von diesem Riff. Was machen Sie nun also? Sie haben eine Auflösung von vielleicht nur einem Meter von einem Sonar. Also das ist halt eine der Thematiken, wo meine Gruppe halt besondere Expertise hat. Wir nehmen sozusagen eine kleine Scheibe von der Umgebung, von einem einzelnen Blickpunkt auf aus. Dann bewegt sich natürlich der Roboter, teilweise auch schon während dieser Aufnahme. Und wir kriegen halt nochmal eine weitere, so eine weitere Sicht auf diese Umgebung. Und dann ist die Frage, wie können wir diese unterschiedlichen Teilstücke, wie können wir die zusammensetzen? Das nennt sich auch Registrierung im Fachjargon. Und für diese Registrierung haben wir halt verschiedene neue Verfahren entwickelt, weil so eine kritische Sache ist halt zu wissen, wie passen die Teilstücke aneinander. Hier haben wir auch ein wunderschönes Beispiel, warum das schwierig ist. Nein, wir haben ja Buchstaben. Wir haben ja Buchstaben. Ja. Ich kann vielleicht auch aufstehen, das schadet nichts, dann sehe ich es nämlich selber. Ja. Und das ist immer schöner, wenn ich weiß, was ich erzähle. Wir müssen ja nicht mit Sonar arbeiten. Nein, also das da ist jetzt Daten von einem Laserscanner, aber ein Sonar ist ähnlich. Man kann sich das so vorstellen, ich schicke also einen Strahl aus, kriege eine Entfernungsmessung, kriege dann halt hier so einen Punkt. Und diesen Strahl, den bewege ich dann halt so halbkreisförmig durch die Gegend. Und dann kriege ich etwas, das nennen wir einen Scan. Und das da ist jetzt so ein Scan von einem Korridor an einer Kreuzung irgendwo in einem Gebäude. Hier geht der eine Korridor einfach hier nach links. Der andere Korridor geht hier gerade weiter. Und jetzt habe ich hier so einen zweiten Scan. Ich habe wieder irgendwie hier ein bisschen
ein Teil vom Korridor, ein weiterer Korridor. Jetzt ist die Frage, diese zwei Scans, die will ich ineinander setzen, die will ich zusammen registrieren, die will ich so kombinieren, dass ich halt mehr über meine Umgebung weiß, dass das sozusagen Sinn macht. Wir als Menschen können schon mal direkt sagen, naja, da gibt es verschiedene Möglichkeiten. Wir können diese zwei direkt übereinander legen. Wir können die halt irgendwie so kreuzförmig anordnen. Da haben wir die Beispiele B und C. Das wären so Sachen, wo wir als Menschen sagen würden, ja, das passt. Da sind, insbesondere wenn man die Information hat, da sind Korridore. D passt nicht so richtig, E könnte auch nochmal Sinn machen. Also man sieht sofort, es gibt eigentlich viele Möglichkeiten, diese Informationen räumlich zueinander in Bezug zu setzen. Und das ist halt auch in diesem Bild da oben illustriert. Da ist sozusagen der Raum aller möglichen räumlichen Bezüge aufgespannt. Das heißt, ich kann, wenn ich den einfach mal festhalte, jenen Scan drehen. Ich habe also eine Winkelkomponente und ich kann ihn verschieben in X und Y, nennt sich auch Translation. Das heißt, ich habe drei Komponenten. Ich habe eine X-Komponente, die ich verändern kann. Ich habe eine Y-Komponente, die ich verändern kann und eine Rotation. Und ja, die Farben, das Rot zeigt an, wann es besonders gut passt. Das ist durch was gemacht, das nennt sich Korrelation. Das heißt also, wie gut passen die Punkte zueinander. Und man sieht in diesem Raum der möglichen Bewegungen, der Translation und Rotation, gibt es ganz, ganz viele Maxima, ganz, ganz viele rote Punkte. Das heißt, es gibt verschiedene Möglichkeiten, wie man das räumlich in Bezug zueinander setzen kann. Erlauben Sie, wenn ich Ihnen klar. Wort falle. Also bisher habe ich verstanden, wir gehen mal aus von einem Roboter, der nimmt, macht Aufnahmen und findet da einen Flur. Da ein Flur, die Frage ist, ist es vielleicht sogar derselbe oder in welchem Verhältnis gehören die zueinander? Und Sie entwickeln jetzt ein Programm für diesen Roboter, das ihm letztlich ermöglicht, herauszurechnen, wie es denn nun wirklich ist. Und ich nehme an, mit dem testen Sie ja dann auch seine Leistung. Wollen wir uns setzen und Sie sagen mir, was dann bei den Tests rauskommt? Können die, finden die Roboter die richtige Lösung? Was war sie denn hier übrigens? Ich weiß es selber nicht. Also ich habe es bei Ihnen gelesen. C war das C Richtige. C war das Richtige, gut. Das freut mich. Und jetzt haben Ihre Roboter das dann auch so, das ist ja hier sehr schematisiert. Mhm. Ja, wir müssen uns vorstellen, das könnten jetzt aber auch Videobilder sein, richtige Flure, die so zusammengestellt werden. Haben die Roboter das dann rausgefunden? Sind die nun schon so meistens gut? Funktioniert es erstaunlich gut. Es ist halt auch ein sehr, sehr aktives Forschungsgebiet. Also da gibt es auch weltweit viele, die daran arbeiten. Weil ohne Karten können eigentlich auch Roboter schwer irgendwas Sinnvolles tun. Gerade wenn die außerhalb von so einer Fabrikhalle sind. Wenn der Roboter sich nicht selber sozusagen ein Modell seiner Umgebung aufbaut, ist es extrem schwer, irgendwas zu tun. Allein solche Kleinigkeiten wie halt, naja, Hindernisse vermeiden. Für uns Menschen ist es trivial zu sagen, naja, wir rennen jetzt nicht ständig gegen die Wand. Mhm. Für so einen Roboter ist das schon gar nicht so ohne. Mhm. Und wenn er dann noch von A nach B kommen soll, wird es langsam schwierig. Und dafür braucht er diese 3D-Karten. Wir haben jetzt Ihre Intelligenz ein bisschen gefordert, aber jetzt sehen Sie eben auch maschinelle Intelligenz, die braucht eben solche Orientierungsleistungen. Einer unserer Saalgäste, Helmut Ludwig, fragt, in welchen Bereichen findet, ich schränke jetzt Ihre Frage mal ein, Herr Ludwig, diese maschinelle Intelligenz Anwendung. Wir kommen auf das Thema der Anwendungen von Orientierungsleistungen. Sie haben vorhin mal gesagt, Hafen und Deich, das spielt, glaube ich, in diesem EU-Projekt auch eine Rolle. Ja, das ist orientiert auf Hafen- und Deicherkundung. Wofür braucht man da Roboter? Hafen war das ja? Beispiel. Okay. Jade-Weser-Port, wenn wir uns da mal angucken, die Spundwand und die Löcher. Stand der Technik ist, ich schicke einen Taucher rein, der Taucher sieht 10 cm weit. Das heißt, der tastet sich die Spundwand ab
und da fühlt er was Komisches und dann steckt er seinen Finger rein. Dann hat er über ein Kabel nach oben eine Sprechverbindung, sagt, da ist was. Dann schauen die Pi mal Daumen, wo die Blasen hochkommen, raten, wo der Taucher ist. Es ist halt die Frage, in welchem Grade man halt teilweise sehr teure Bauwerke so wirklich warten möchte, so wirklich instand halten möchte. Also da geht es ums Auffinden von Schäden, Korrosion oder sonst was. Auffinden von Schäden, ja. Allgemeine Wartungsarbeiten. Aber in Ihrem Konsortium, das die Forschungsgelder der EU bekommt, ist ja auch die NATO mit drin. Was wollen denn die mit ihren Robotern? Ja, das ist das NATO Underwater Research Center, also NERD. Trotzdem NATO. Das ist NATO, ja, die machen allerdings auch relativ viel Grundlagenforschung. Wir sind halt auch in Grundlagenkonsortium, wobei natürlich auch das Thema gerade Minen und unexploded ordnances, also nicht explodierte Munition, ein Riesenthema für Deutschland ist. Mhm. Wir verdrängen immer sehr, sehr gerne, dass wir extrem viel Weltkriegsschrott noch in der Nord- und Ostsee haben. Und gerade bei dem Thema Windparks ist es sehr schön, Offshore-Windparks zu haben, aber irgendwie muss man halt auch die Trassenführung machen. Man muss halt irgendwie ein Kabel von der Windkraftanlage zum Land machen. Und wenn auf dem Weg viele, viele alte Bomben liegen, ist das natürlich auch bedingt schön. Das heißt, das ist auch ein Thema, das auch langsam erst teilweise in das Bewusstsein der zuständigen Firmen, Behörden und so weiter dringt. Und auch die NATO, also die streut nicht nur Waffen aus, sondern sammelt sie auch wieder ein. Das ist ja, sagen wir mal so, ein gutes Zeichen. Die hat zumindest mal ein Unterwasser-Forschungszentrum, in dem sich auch teilweise viel mit zivilen Sachen beschäftigt wird. Mhm. Die beschäftigen sich zum Beispiel auch mit marine Ökologie und auch teilweise wirklich sehr viele Grundlagenforschungsthemen. Stichwort Ökologie. Können diese Roboter, wie Sie sie an den Azoren getestet haben, können die auch in große Tiefen gehen, an die zum Beispiel die Cold Seeps oder die schwarzen Raucher, die bis zu 3000 Meter tief, ja? Also die entwickeln wir jetzt nicht in meiner Gruppe, aber da gibt es natürlich auch Forschungsarbeiten zu. Also es gibt halt auch sehr, sehr viel zur Tiefseerobotik. Und da ist natürlich auch die Thematik Kartenerstellung von Interesse und halt auch wirklich Hilfssysteme. Da ist ja wenig Licht da unten, das geht dann vermutlich doch mit Sonar. Nee, das hat sogar einen Vorteil, weil da unten sieht man sehr, sehr gut, weil da ist es halt extrem klar, keine Schwebstoffe. Man bringt sein eigenes Licht mit und dann sieht man wirklich da sehr schön. Also in der Tiefsee hat man teilweise sehr, sehr gute Sichtbedingungen. Das Thema Wahrnehmung, Sichtbedingung, Wahrnehmung. Der Roboter sieht. Ich mache nachher noch eine kleine Sprachkritik mit Ihnen, was jetzt eigentlich das immer so alles heißt. Aber bleiben wir mal dabei. Ja? Der Roboter nimmt etwas wahr. Sie besuchen ja regelmäßig Wettbewerbe. Herr Meier sprach es schon an. Einer davon, also ich habe jetzt Kenntnis von einem vor 2 Jahren in Shanghai. Da haben Sie etwas gewetteifert, wo es sich wieder darum dreht, wie mit Ihrem Roboterarm Gegenstände zu greifen. Da können wir auch ein Bild mal zeigen, das nächste davon. Ich habe also Folgendes gelesen. Challenge nennt sich sowas in Ihrer Welt. Algorithmen, Sie mussten also Algorithmen für die Challenge anwenden, und zwar auf einen bestimmten Sensor, einen kommerziellen, den 3D-Sensor Kinect. Soll ich den so aussprechen? Ja? Ich bin kein Daddel-Fan, wie Sie gleich sehen, den der Softwarekonzern Microsoft für seine Videospielkonsole Xbox 360 entwickelt hat. Also darauf sollten Sie anwenden, Ihre Algorithmen. Mit diesem Sensor sollten Sie arbeiten. Und was sollte erreicht werden? Dinge sollten gegriffen werden. Sie haben den 2. Platz belegt. Nachträglich herzlichen Glückwunsch. Warum nimmt man diesen Sensor? Weil er billig ist, nicht? Vermutlich. Weil er billig ist, und das macht die Sache auch wieder ein bisschen spannend. Das ist Massenware, kostet nur noch 100 Euro oder so, nicht mehr 4.000. Ja, und was ist die entscheidende Leistung? Das befassen wir jetzt nur noch ganz kurz.
Wie bringen Sie es nun diesem Arm bei, den einen Gegenstand zu greifen, den anderen nicht? Das hat auch wieder so ein bisschen was mit Registrierung zu tun. Also diesem Problem, ich habe eine gewisse Sicht von diesmal einem Objekt. Ich habe zum Beispiel eine Objektdatenbank, da weiß ich halt, wie verschiedene Objekte aussehen. Und diese Sicht von diesem Objekt möchte ich in die Szene hineinregistrieren. Ich will also erstmal überhaupt wissen, ist das Objekt in der Szene drin? Also ich mache mit dem Kinect eine Aufnahme von einem Tisch oder was auch immer. Und dann will ich halt erstmal wissen, was ist in der Szene drin, was steht auf dem Tisch. Das heißt, ich versuche mal, kann ich hier Dinge registrieren? Also sind sie überhaupt drin? Und dann will ich auch noch wissen, wo. Also da sagt man, Moment mal, da beschäftigen sich jetzt Wissenschaftler damit, ein Objekt zu greifen. Das kann ja nicht so schwer sein. In der Fabrik passiert das ständig. Wenn ich sozusagen normale Bedingungen habe, einfach nur an Tisch, die Sachen liegen halt wild rum. Unstrukturiert. Unstrukturiert, ja. Das ist halt das Stichwort. Ja. Dann ist das noch extrem schwierig für Roboter. Also man glaubt nicht, den Roboter, den wir da sehen, das ist sozusagen der beste Service-Roboter, den es gibt. Der kostet so schlappe 250.000 US-Dollar. Dann ist das der subventionierte Preis. Mhm. Und mit dem Ding und so einer Kinect halt ein Objekt zu erkennen und zu greifen, ist immer noch eine große Herausforderung. Mhm. Das heißt, der erkennt Objekte, naja, sozusagen im Moment seiner Aktion und nicht, weil vorher schon eine fest vorgegebene Distanz irgendwie einprogrammiert ist und ihm gesagt wurde, dass es dort todsicher ein Objekt gibt. Nein, er muss es selber erkennen und registrieren. Plus halt die Herausforderung, dass die Sensorik halt nur 100 Euro kostet und keine 100.000 Euro. Mhm. Das ist auch nochmal ein kleiner, feiner Unterschied. Ich habe in Wahrheit wollte ich natürlich zum einen erreichen, dass alle hier verstehen, dass sie den zweiten Platz belegt haben. Wobei man dazu sagen muss, das ist leider Gottes auf die allerletzte Minute nur der zweite Platz geworden. Ja, es hätte auch der erste nicht sein können. Es hätte auch der erste sein können und es war hinter Berkeley und weit vor Stanford und damit konnten wir leben. Okay. Also, ja. Applaus. Ja. Das zum einen wollte ich deutlich herausstreichen. Ja. Danke, dass Sie mir geholfen haben. Und zum anderen wollte ich gerne Ihnen als Publikum auch ermöglichen, nun einmal zu sehen, wie ein Roboter sieht. Wenn wir das nächste Foto nämlich haben, dann können wir sagen, das sieht ein Roboter. So guckt er. Und das hat ein bisschen was von moderner Kunst. Also hin und wieder kommen dann so die Fragen, ob man das auch ausdrucken kann und übers Bett hängen. Das ist übrigens die 3D-Karte von dem kollabierten, dem zusammengestürzten Parkhaus. Ich könnte jetzt ein bisschen in die Details gehen, aber... Können wir nicht, wir haben ganz viele... Deswegen wollte ich jetzt sagen, wir können halt auch Karten erstellen, die super schön aussehen. Also wir können auch 3D-Modelle von Räumen erstellen, die halt für Menschen super toll aussehen, wo halt man als Mensch sagt, schön. Na, das hänge ich mir jetzt auch als Bild irgendwie ins Zimmer oder mache ich ein animiertes Video von. Nur der Roboter kann da mit in der Regel immer relativ wenig anfangen. Mhm. Das heißt, da sieht es dann für ihn eher so aus. Ja, aber durchaus hat ästhetische Qualitäten. Ja. Also Kompliment auch nochmal an Ihre Programmierung. Das alles gehört zu einem anderen Projekt. Wir hatten vorhin ja Morph erwähnt und jetzt gibt es das andere Projekt. Sie müssen ja sehen, dass Sie Ihre Forschungsgelder aus den verschiedenen EU-Töpfen bekommen. Und dieser heißt Roblog. Da geht es also um logistische Leistungen, um Greifen und auch Bewegen von Gegenständen. Da habe ich Folgendes bei Ihnen gelesen. Dass ein Anwendungsfall dieses Roblog-Projektes sei die Containerlogistik. Jetzt gehen wir mal weg von den kleinen Dosen da in Shanghai und stellen uns Container dafür vor. Da haben Sie geschrieben, das Bewegen von Containern im Hafen ist anstrengend und gefährdet die Gesundheit durch Pestizide, ungesunde Gase und durch herabfallende Gegenstände. Automatisierte Lösungen sind im höchsten Grade wünschenswert. Na, da habe ich mich gefragt, für wen wohl wünschenswert? Für die Roboterforscher vermutlich. Und
Eduard Biedermann hier aus dem Publikum sagt, was leitet die Forscher im Roblock-Bereich? Mehr wissenschaftliche Neugier, die Freude am Experimentieren oder wirklich rein der Wunsch, die Qualität der Gemeinschaft zu verbessern? Bitte ehrlich überprüfen. Also jetzt die Gelegenheit okay. dazu. Ganz ehrlich, beides. Also, wie gesagt, zwei Seelen wohnen auch in meiner Brust. Die wissenschaftliche Neugier ist halt einfach für mich der Hauptmotivator. Also für mich persönlich, und das ist halt, wir machen da auch sehr, sehr viel Grundlagenforschung. Aber wir haben halt auch mehrere Industriepartner in dem Konsortium, auch einen Endanwender. Und für den Endanwender brennt das richtig unter den Nägeln. Das ist nämlich einer der großen Kaffeehändler. Und Kaffeesäcke werden aus Containern immer noch von Hand ausgeladen. Zufällig Jakobs? Nicht zufällig Jakobs. Ja, okay. Der macht natürlich auch viel Kaffee, ja. aber der dealt mit allen möglichen Kaffeesorten für alle möglichen Kaffeefirmen. Und die Sache ist wirklich so, ein Kaffeesack wiegt 80 Kilo. Das sind dann wirklich teilweise oder überwiegend ungelernte Arbeiter, die dann am Tag, ich weiß nicht wie, also es ist unvorstellbar, was die halt an Kaffee wuppen. Und es drohen neue EU-Richtlinien, nach denen nur noch eine gewisse Anzahl an Kilogramm pro Tag von einem Menschen bewegt werden dürfen. Das heißt, deren Kompletttagespensum wäre nach ungefähr anderthalb Stunden vorbei. Das hieße, die könnten anderthalb Stunden am Tag arbeiten und wären dann durch. Da sieht man direkt, da ist ein Problem. Ja, aber jetzt muss ich mal mit Bernhard Luft fragen, verdrängen nicht die Roboter die Menschen aus der Arbeit? Was nützt das jetzt dem Kaffeesackträger, dass der Roboter nun seine Arbeit macht? Die Sache ist halt so, die haben wirklich schwere körperliche Schäden nach hinreichend vielen Jahren. Also da gibt es dann auch noch mal Studien, manche sagen 10, manche sagen 12 Jahre, aber es ist eigentlich egal, wann die Wirbelsäule kaputt ist, irgendwann ist sie kaputt. Und Robotik, wie Automatisierung im Allgemeinen, erhöht einfach die Produktivität. Jetzt ist die Frage, was wollen wir mit dieser erhöhten Produktivität anfangen? Und da gibt es immer zwei Möglichkeiten. Ich habe so meine persönliche Theorie, warum in den USA und Europa Roboter ein bisschen verpönt sind und in Japan sehr wertgeschätzt. Es gibt Leute, die sagen, die Japaner sehen Götter in allen Geräten und was auch immer. Also meine persönliche Theorie ist, in Europa wurden Roboterarme eingesetzt, um die Produktivität zu erhöhen. Und dann hatte man in der Automobilindustrie schon relativ gute Produkte, relativ gute Autos. Das heißt, man hat die Kosten minimiert, das heißt, man hat Leute entlassen. In Japan hatte man zur gleichen Zeit sehr, sehr schlechte Produkte. Japanische Autos zu der Zeit waren, ich bin jetzt mal ein bisschen unverschämt, Ochsenkarren mit Motoren dran. Und die haben halt einfach die erhöhte Produktivität dazu genutzt, die Qualität der Produkte zu erhöhen. In Japan wurde durch die Einführung der Roboter in der Automobilindustrie niemand entlassen. Die Leute wurden stattdessen befördert. Es wurden bessere Autos hergestellt. Es wurden neue Märkte erschlossen. Es wurde mehr Geld verdient. Den Leuten in der Automobilindustrie ging es besser und besser. Deswegen finden Japaner Roboter grundsätzlich toll. Und Europäer und Amerikaner, wo halt die Roboter eher genutzt wurden, also in der Automobilindustrie am Anfang, um Leute zu entlassen, finden die eher schlecht. Okay. Und das sind genau diese zwei Möglichkeiten, Automatisierung im Allgemeinen, Roboter im Besonderen, erhöhte Produktivität und dann die Frage, was mache ich damit? Und da gibt es immer zwei Möglichkeiten, Kosten cutten. Oder halt bessere Produkte, weniger Umweltverschmutzung oder. Gut, und was das für die Arbeitsplätze bedeutet, ich denke, da hat jetzt jeder von Ihnen seine eigene Meinung dazu, die er jetzt gerne anschließen würde. Ich fürchte, wir können das jetzt nicht weiter diskutieren. Wir lassen es mal so als Statement von Ihnen stehen, weil das hier gefragt war. Ich möchte noch einen anderen Aspekt bei dem Roblock-Projekt beleuchten. Sie sagen ja, Sie sprechen von Containern, vielleicht ist das einfach nur ein Missverständnis oder Übersetzungs-
Thema, weil Säcke sind für mich jetzt keine Container. Ich hab mich die Säcke sind in den Containern. Also gut. Die kommen halt aus den klassischen Kaffeeproduktionsländern. Und eine faszinierende Sache ist, jeder Mensch würde sagen, warum macht ihr dann nicht einfach die Bohnen in den Container rein und schüttet das Ding aus? Das Faszinierende ist, der Sack ist sozusagen die Handelseinheit. Mhm. Die ganzen Kaffeebörsen und so weiter operieren in der Einheit Sack. Deswegen muss Kaffee in Säcken sein. Okay, gut. Denn, so wurde es mir erklärt. Gut, und dann entfällt mein Argument, das ich eigentlich nur anbringen wollte, Container werden doch schon vollautomatisch gehandelt. Da gibt's die doch, Container selber, aber nicht die Entladung. Gibt's doch Roboterleistung. Wir wissen ja, das hier aus Hamburg natürlich am allerbesten aus dem CTA-Terminal. Gut, wir gehen mal, ich greife auf Ihr Stichwort von der gespaltenen Persönlichkeit hin zu den Grundlagenfragen. Wir haben hier viele Fragen auch nach Intelligenz aus dem Publikum. Sie haben mir gesagt, Sie würden sich darum bemühen, Intelligenz konstruktiv zu verstehen. Was ist denn für Sie Intelligenz? Tja, das ist halt die große Frage. Es gibt ja den schönen Turing-Test, der von Alan Turing erfunden worden ist. Und so eine abgewandelte Version für mich selber ist halt einfach, wenn ich mal einen Roboter bauen könnte, wo dann meine Oma sagt, oh mein Gott, der ist intelligent. Es gibt ja diesen schönen Spruch von einem amerikanischen Richter, der mal in einem Prozess entscheiden sollte, ob irgendwas Pornografie ist oder nicht. Und der hat halt einfach gesagt, ich kann Pornografie nicht definieren, aber ich erkenne sie, wenn ich sie sehe. Mhm. Und so ähnlich ist es halt irgendwo mit Intelligenz. Ne? Es ist extrem schwer, Intelligenz zu definieren. Aber wir alle haben halt so ein gewisses Etwas, wo wir sagen, ach, da erkennen wir sie. Das können auch teilweise komplette Fehlleistungen sein, also wo wir halt Intelligenz sehen, die überhaupt nicht da ist. Aber so unterm Strich ist es halt so was sehr, sehr Qualitatives, wo man einfach so als Mensch sagt, ja, das ist jetzt vorhanden oder nicht. Also diese Richterdefinition, das so richtig zufriedenstellen tut mich das ja noch nicht, dass Sie mir sagen, ich weiß, wenn es passiert, weiß ich, dass es intelligent war. Dafür, dass Sie die ganze Zeit von intelligenten Maschinen sprechen, stellt mich das noch nicht zufrieden. Gehört zur Intelligenz nicht auch eine kreative Seite? Und kann man die tatsächlich technisch fassen? Es gab ja schon eine Frage, die eigentlich schon in die richtige Richtung geht. Können wir Maschinen schaffen, die sozusagen, wenn was schief geht, selbstständig darauf reagieren können? Halt auch diese Frage, wie weit können sich Maschinengeister, Maschinenintelligenz entwickeln? Es gibt da auch ein Forschungsfeld, die sich wirklich mit einer entwicklungskognitiven Robotik beschäftigt. Also die wirklich sagen, wir versuchen halt wirklich, dass die Programme sich über die Zeit fortentwickeln. Maschinelles Lernen gibt es als Forschungsfeld. Es ist natürlich auch immer sehr, sehr schwer, diese Begriffe sauber zu verwenden. Und es gibt natürlich die technischen Grundlagen, wo man sich also wunderbar einig ist. Und es gibt natürlich diese Graubereiche, wo man mit Begriffen spielt, die halt auch sehr stark beladen sind, wo man sehr stark aufpassen muss. Mhm. Also deswegen versuche ich da auch ein bisschen reinzuleuchten. Also ich habe gerade gesagt, es gibt eine kreative Seite an der Intelligenz, eine reaktive Seite natürlich auch. Die reaktive können wir uns bei Maschinen gut vorstellen. Alles, was ihnen einprogrammiert ist, damit reagieren sie sehr intelligent. Aber wie können sie Neues schaffen? Bei Menschen scheint mir dazu, nicht nur mir, ich habe mich natürlich hier ein bisschen schlau gelesen, unser Gefühl auch dazu zu gehören. Das Gefühl steuert unser kognitives Geschehen sehr stark und bringt uns auch manchmal zu ganz plötzlichen und unvorhersehbaren Lösungen, die man dann kreativ nennen kann. Deswegen die Frage, da kann ich jetzt gut eine Saalgastfrage anschließen, kann man Gefühle nachbauen? Und Renate Spiering fragt, wie können wir uns eine hormonelle Steuerung der Robotik vorstellen? Ja, nun mal los.
Es ist eine gute Frage und es gibt wirklich auch Forscher, die sich da sehr ernsthaft mit beschäftigen, die also zum Beispiel auch Emotionsmodelle aus der Psychologie nehmen, die nachprogrammieren und auf humanoide Roboter zum Beispiel oder solche übertragen, die denen auch Gesichtsausdrücke geben und so weiter und so fort. Und da sind wir natürlich sofort bei den philosophischen Fragen, kann das jemals echt sein? Ne? Also fühlt der Roboter das wirklich? Das ist ja einfach nur reinprogrammiert. Und dann ist halt die Frage, wie sehr ist der Mensch eigentlich auch eine Maschine? Wie sehr ist das bei uns auch einfach nur ein bisschen anders implementiert, aber vom Prinzip her das Gleiche? Haben Sie da schon für sich eine Entscheidung gefunden? Für mich persönlich, also ich kann mir es prinzipiell vorstellen, dass der Mensch eine Maschine ist. Diese operationelle Theorie, dass der Mensch eine Maschine ist, funktioniert ja auch in der Medizin teilweise sehr, sehr gut. Da sagen wir alle, ja, wunderbar. Und dass halt auch Roboter mal potenziell irgendwann dieses Gespräch bereichern könnten, dass da hier so ein Dritter sitzt und sagt, ich habe aber wirklich Gefühle, kann ich mir prinzipiell vorstellen, aber wenn man ehrlich ist, davon sind wir momentan halt auch noch relativ weit weg. Da haben Sie einen sehr wichtigen Bereich der Intelligenz angesprochen, das Vermögen zur Sprache. Das interessiert auch Schüler, die wir hier unter uns haben, aus Schülern und Schülerinnen des S4-Informatikkurses am Gymnasium Süderelbe. Und auch Daniel Stein hat persönlich danach gefragt, wie weit ist man im Feld der Sprachnachbildung? Wie weit ist man in diesem Feld bei der Nachbildung menschenähnlicher Intelligenz im Feld der Sprache? Ja, das ist eine sehr schwierige Frage. Also Sprachgenerierung funktioniert eigentlich relativ gut. Sprachverständnis ist immer noch ein sehr, sehr großes Problem. Weil für Sprachverständnis brauche ich extrem viel Hintergrundwissen. Ich brauche extrem viel, ja, sozusagen Weltwissen. Ne? Also viele Dinge sind halt bei menschlicher Sprache eigentlich immer implizit. Da habe ich halt ganz viele Sachen, die halt mehrdeutig sind. Ich habe ganz viele Sätze, wo halt kritische Elemente weggelassen werden. Wenn ich von einer Bank rede, ist aus dem Kontext immer gleich klar, ist das irgendwas zum Draufsitzen oder irgendwas, wo das Geld rumliegt oder verbraten wird. Das ist halt für Maschinen halt sehr schwierig zu wissen. Die können dann halt statistisch einfach sich mal den Kontext angucken und können dann statistisch schauen, sind da nochmal irgendwelche anderen Wörter, die halt auf das eine oder das andere hindeuten. Aber sozusagen, solange ich halt keinen Roboter habe, der den ganzen Erfahrungsschatz eines Menschen hat, ist das natürlich dann auch sehr schwer, Sprache wirklich in der Tiefe, wie wir Menschen sie verstehen können, zu verstehen. Da gibt es ja auch so einen Challenge, den jährlichen Turing-Test. Ja. Sie haben das kurz erwähnt. Vielleicht sagen Sie nur ganz kurz, worum es da geht. Was wird da getestet? Da wird getestet, wie gut Computerprogramme sich zu einem bestimmten Thema mit einer Jury unterhalten können. Und der Trick ist halt, es gibt da auch Menschen, also die Jury unterhält sich mit dem Computer oder unterhält sich halt mit verschiedenen Spielern, nennen wir sie mal so. Einige von diesen Spielern sind halt Computer, einige von denen sind Menschen. Das funktioniert halt nicht mit gesprochener Sprache, sondern einfach mit getippten Texten. Und da sind halt auch schon Menschen für Computer gehalten worden und Computerprogramme für Menschen. Aber man muss dazu sagen, dann ging es halt typischerweise um eingeschränkte Themen. Also da sagt man halt, naja, jetzt geht es mal um Weine, Autos und so weiter. Und wenn da ein echter Autofreak sitzt, da sagt dann die Jury, das kann nur ein Computer sein. Also Gut, aber ich glaube, bisher hat der Mensch noch immer, also die Jury noch immer in Mehrheit richtig herausgefunden, was ist. Für allgemeine Themen ja, wenn es um Spezialgebiete geht, da haben ein paar Computerprogramme schon sehr, sehr gut abgeschnitten. Dieselben Schülerinnen aus diesem Informatikkurs und Schüler fragen, wie abhängig sind KI-Systeme, also künstliche Intelligenz, das, worüber wir im Grunde die ganze Zeit jetzt reden, eigentlich die Programme, die Computerprogramme, die man letztlich dann auch für Roboter nutzt. Also,
Wie abhängig sind KI-Systeme von der Rechenleistung? Werden einzelne Probleme durch die Hardware-Fortschritte bald lösbar sein? Ja, also man sieht auf jeden Fall, dass Hardware-Fortschritte Unglaubliches teilweise bewirkt haben. Das gilt nicht nur für die Rechenleistung, das gilt halt auch gerade für die Robotik, für Sensorsysteme. Also für Sensorsysteme, teilweise auch die Aktorik, also Motoren. Und eine der großen Herausforderungen, auch so trivial es klingen mag, ist auch Energieversorgung. Wenn ich sowas haben möchte wie einen Humanoiden, wenn ich sowas haben möchte, dass sich halt frei durch die Gegend bewegt, muss ich das Ding halt auch irgendwie mit Energie versorgen. Und da ist beim heutigen Stand der Technik sehr oft sehr schnell Schluss. Da sind halt Lebewesen allgemein und wir Menschen insbesondere, also unglaubliche Meister der Energieverwertung und auch der menschliche Gang, unsere Fähigkeiten, Dinge zu manipulieren, zu greifen und so weiter. Da ist auch ganz viel drin. Ist die Frage, ob man das als Intelligenz bezeichnen sollte, aber das ist halt schon Top-Engineering von der Natur. Mhm. Und da ist es auch nicht verkehrt, wenn ich als Terminator, sage ich mal, nach 10 Minuten Sprint nicht gleich umfalle und sage, wo ist die nächste Steckdose? Mhm. Also eine etwas skeptischere Haltung nimmt jemand ein, der zur Sache wahrscheinlich was zu sagen hat. Paul Allen, der Partner von Bill Gates und als Mitbegründer von Microsoft. Mhm. Von dem habe ich folgendes Zitat gefunden. KI-Forschung baut Systeme für vertieftes Spezialwissen. Da nennt er als Beispiel Schachprogramme zum Beispiel. Ein vertieftes Spezialwissen. Versucht sie zu verbinden und so das typische menschliche Allgemeinwissen zu erzeugen. Doch wir Menschen haben ein zufällig strukturiertes Allgemeinwissen, voll Unbestimmtheit, kontextueller Wertigkeit. Also wir messen bestimmten Dingen irgendwelche Bedeutungen zu. Manches ist viel wichtiger als anderes. Selbstreflexion, Daumenregeln, Geistesblitze. Um das nachzubauen, bräuchte es exponentielles Wissensfortschritt in der KI-Forschung. Und den kann Paul Allen bei weitem nicht sehen. Er gibt also eine Abschätzung ab und sagt, es wird nicht gelingen, weil es gibt diesen exponentiellen Wissenszuwachs gegenwärtig jedenfalls überhaupt nicht. Sehen Sie das ähnlich? Sind wir noch so weit weg? Es ist halt, also, wie hat Mark Twain mal so schön gesagt, Vorhersagen sind schwierig, insbesondere wenn sie die Zukunft betreffen. von daher versuche ich mich da immer so ein klein bisschen zurückzuhalten, aber auch ein wieder klares Ja, aber. Paul Allen verwechselt da, und das macht er halt auch so ein bisschen absichtlich, weil es da halt auch so ein bisschen um Glaubenskriege geht. Er verwechselt da sozusagen dieses von Hand reinprogrammieren, das ganze Wissen, mit dem gibt es die Möglichkeit, dass ein System sich das Wissen selber aneignet. Und es gibt halt Strömungen in der KI, die waren besonders stark in den 80er und 90er, die halt einfach gesagt haben, wir hauen jetzt einfach mal das gesamte Weltwissen in die Rechner rein. Also ein bisschen Wikipedia für Roboter, für die künstliche Intelligenz, sodass Maschinen das nutzen können. Das hat seine Grenzen, weil es ist halt einfach schwierig, das alles reinzuhauen. Und zwar so, dass es halt auch wirklich Maschinen dann nutzen können. Und es gibt halt auch Strömungen innerhalb der KI, die sagen, wir müssen versuchen, die Maschinen dahin zu kriegen, dass sie wirklich selbstständig lernen können, dass sie sich selbstständig Wissen aneignen können. Und so ein gewisser Trend momentan ist halt zu versuchen, beides zu kombinieren. Es gibt zum Beispiel Projekte in der Robotik, wo man versucht, dass die Roboter teilweise so eine Art eigenes Wikipedia nutzen können, wo auch Menschen zu beitragen können. Wo allerdings auch Roboter selbstständig lernen können, neues Wissen dazu beitragen können. Jetzt ist das der Begriff des Lernens natürlich auch immer wieder sehr kritisch. Mhm. Aber die Frage ist auch, wie ist das bei uns Menschen? Ne? Mhm. Wie viel ist bei uns einfach Trial und Error? Und wie viel ist halt wirklich, dass wir die großen Einsichten bekommen aus den platonischen Sphären und ob es sie denn auch wirklich gibt, die platonischen Sphären. Mhm. Da ist man dann gleich in der Philosophie. Sehr gern, aber letztlich sind Sie auch schuld, denn Sie, liebes Publikum, haben zu meinem großen Vergnügen diese ganzen großen Fragen angesprochen. Ich mache weiter auf Ihrem Kurs.
Wir haben gerade die Begriffe genannt, lernen. Wir haben von über Wahrnehmen gesprochen. Ich habe von Ihnen gelesen, verstehen. Autonomie, dieser große Begriff, Autonomie, das erzeugt ja immer wieder Vorstellungen davon, dass der Roboter doch irgend so etwas hat, wie wir Menschen, nämlich so ein Eigenerleben, so ein mentales Geschehen, irgendetwas, wo er selber merkt, was er da tut. Das könnte man ja aber auch für ein gefährliches Spiel halten, dass sie immer mit diesen Begriffen so rumspielen, mit diesen Metaphern. Ist das nicht eigentlich, sollte man das nicht eigentlich vermeiden? Wir wissen doch gar nicht, ob Roboter ein inneres Erleben haben. Warum benutzen sie immer diese Worte? Dass man das denken muss. Ja. Der Roboter erkennt, der Roboter sieht, der Roboter weiß, lernt, was weiß ich. Das ist doch alles gar nicht so. Es vereinfacht einfach die Kommunikation extrem. Und wir sind dann halt auch ganz schnell bei der Phänomenologie, wo wir halt sagen können, woher weiß ich, dass die anderen überhaupt irgendwas wahrnehmen? Woher weiß ich denn, dass die anderen überhaupt eigenständig sind? Ja, jetzt kommen Sie mir nicht so, jetzt bleiben Sie mal erstmal bei dem Roboter. Also jetzt gehen wir mal davon aus, wir nehmen jetzt mal hin, dass wir Menschen schon irgendwie voneinander wissen, dass wir ein mentales Erleben haben. Das kann man natürlich philosophisch sezieren, aber erlauben Sie mir, wir nehmen das als gegeben hin. Wieso ist es uns erlaubt, das jetzt auch auf Roboter einfach so zu übertragen? Aber ich denke, es gibt da auch sehr, sehr viele Graustufen, wenn wir uns auch bei Lebewesen anschauen. Angefangen von der Amöbe, da können wir die Roboter und ihre Leistungen teilweise schon so ein bisschen oberhalb der Amöbe einordnen. Zwar vielleicht nicht unbedingt viel, aber und dann ist wirklich so diese Frage, was ist jetzt so das Spezielle am Leben? Ne? Da können wir sagen, gibt es da irgendwelche Fluide, die im Äther rumwabern, oder haben wir da nicht wirklich extreme Graustufen? Der Mensch ist schon was ziemlich Besonderes und ist da schon irgendwo ziemlich an der Spitze, auch wenn der Mensch hin und wieder ziemlich viel Dummheiten fabriziert. Aber was man sozusagen in der Robotik und der künstlichen Intelligenz produzieren kann und was da teilweise schon passiert, ich denke, das kann man auf dieser Skala schon irgendwo so einordnen, dass diese Begrifflichkeiten zumindest, meine ich, komplett ungerechtfertigt sind. Na okay, also nicht komplett ungerechtfertigt. Wollen Sie damit aber sagen, dass Roboter tatsächlich womöglich ein Eigenerleben haben? Das kommen wir bald bei den Märchen an, die wir ganz zu Anfang gehört haben. Mit dem Eigenerleben habe ich halt auch wirklich so meine Probleme, weil das Eigenerleben, da bin ich dann immer gleich beim Bewusstsein. Ne? Und die Amöbe, genau, da wollen wir nämlich genau auch hin. Da wollen wir natürlich hin, aber die Amöbe hat auch kein Bewusstsein. Und trotzdem würde man selbst, also bei einfachsten Lebewesen werden schon Begriffe wie Adaption, Lernen, Reaktion, Autonomie und so weiter verwendet. Und daher wird der Wind, was die Biologen dürfen, dürfen die Robotertechniker auch, die Ingenieure. Ich denke, es macht halt auch Sinn. Und es ist natürlich auch so ein bisschen diese Fundamentalfrage, ist es prinzipiell möglich? Das ist momentan eine reine Glaubensfrage. Ich persönlich denke, es ist prinzipiell möglich, dass wir auch irgendwann mal Roboter haben, denen wir sogar ein Bewusstsein zugestehen werden. Aber das mit dem Irgendwann ist natürlich die Frage, wann wird das sein? Und da bin ich dann gleich wieder bei Mark Twain. Ja. Ich kann jede beliebige Zahl jetzt sehr gerne nennen. Also. Gut, also damit übrigens, Herr Neubert, Siegfried Neubert, damit ist eine Ihrer Fragen beantwortet. Zum einen möchte ich mich bedanken, dass Sie so früh die Fragen gestellt haben. Deswegen kommen auch ganz viele von Ihnen vor. Aber diese haben wir nun schon abgehakt. Die Antwort heißt, auf Ihre Frage war, ist, glauben Sie, dass es Bewusstsein, dass man das technisch wird nachbauen können? Die Antwort war hier ganz klar, ja, nur wann? Ich würde es noch mal ein bisschen präziser formulieren. Ich glaube nicht, dass man Bewusstsein direkt nachbauen kann, dass man ein System bauen kann, dem wir genauso Bewusstsein zubilligen werden wie uns. Dieses System muss sich entwickeln. Ich sag mal, man bringt den Babyroboter auf die Welt, der entwickelt sich durch Interaktion, auch durch Menschen. Menschen sind soziale Tiere. Wir sind extrem geprägt durch unser Umfeld.
Und das ist also kein so, ich schalte an und schwupp, sondern der muss auch wirklich Prozesse durchlaufen, ähnlich unserer Entwicklungsprozesse. Und dann sagen wir, ja, das Ding würde ich jetzt nicht mehr abschalten. Okay, also scheint dann auch Bewusstsein zu haben. Oder man würde es ihm zumindest mal zubilligen. Mhm. Also man hätte richtig Gewissensbisse, so ein Gerät abzuschalten. Ja, ich glaube auch, so ein Gerät, Baby, abzuschalten, wäre in der Tat so. Also, würde auch mir Gewissensbisse machen. Ich habe ja das Stichwort, ich habe hier so ein bisschen Täuschung, Taschenspielertricks, Metaphorik, unsaubere Redeweise vorgeworfen. Sie sehen mir das nach, wir wollen ja, hier ein lebendiges Gespräch führen. Und Täuschung steht auch aber ein bisschen anders hinter dieser Frage. Die Befürchtung von einer, oder das Faktum der Täuschung. Gudrun von Stemm sagt, ich habe vor kurzem gelesen, dass die Entwicklung eines Roboters zur Krankenpflege vorgesehen ist. Da geht es ja darum, dass Kranke auch womöglich zu ihrem Pfleger gewisse Gefühle entwickeln. Deswegen rede ich von Täuschung. Die Frage von Frau von Stemm, könnte ein zu pflegender durch die Äußerung seiner momentanen Bedürfnisse und Wünsche das installierte Programm beeinflussen? Aha, das ist nun mal die Frage. Ja. Also diese Systeme zur Krankenpflege, da gibt es verschiedene Entwicklungen in Japan, einige, insbesondere auch in den USA. Ein Hintergrund ist zum Beispiel ganz, ganz einfach, in den USA werden die Leute immer schwerer und teilweise können halt wirklich ein, zwei, drei Pfleger eine Person nicht mehr handeln. Das heißt, das sind wirklich dann teilweise Robotiksysteme, die Pfleger im wahrsten Sinne des Wortes unterstützen mit den gewichtigen Problemen, die da haben, allein die Leute mal hochzukriegen, umzubetten und so weiter. Es gibt auch, ich würde das jetzt nicht unbedingt als Pflegesystem bezeichnen, es gibt zum Beispiel auch Kuschelroboter, die in Japan eingesetzt werden, insbesondere bei dementen Personen und die da auch sehr positive Ergebnisse erzielt haben. Halten Sie das für ethisch vertretbar? Ist das richtig? Kuschelroboter für demente Personen? Die merken es ja nicht so. Ich finde das ehrlich gesagt besser als teilweise eine medikamentöse Ruhigstellung. Also es ist natürlich auch immer so diese Frage, nur weil das Ding drin Mechanik hat, weil das eine Batterie hat, ist das deswegen böse. Wenn man denen einfach einen Teddybär geben würde, wäre jeder Hurra, ein Teddybär, schön, ist geschenkt worden, rosa Schleife drum. Wenn jetzt der Teddybär ein bisschen wackelt, ist das gleich böse Technologie. Meine japanischen Kollegen, wenn ich denen das erzählen würde, dass man mich das in Deutschland gefragt hätte, die würden das Problem gar nicht verstehen. Mhm. Also das ist halt, glaube ich, schon eine sehr deutsche Sache, halt auch immer so ein bisschen mit der Technologiephobie dazu kommen. Habe ich noch einige Fragen, ja. Die werde ich jetzt hier wie Skatkarten jetzt ja, vor Ihnen wunderbar. ausspielen. Sie haben gerade gesagt, bloß weil das Ding ein bisschen Mechanik drin hat, ist es böse. Da zeigen wir doch mal das nächste Foto, bitte. Kleine Überraschung. Ja, ja. Also jetzt reden wir böse, doch mal bitte ja. Über Roboterwaffen, automatisierte Waffen, Drohnen. Dieses ist die Predator, also Raubtier, der US Army, die gerade eine Hellfire-Luftbodenrakete abfeuert. Wie Sie vermutlich alle wissen, werden diese Drohnen unter anderem im Grenzgebiet Afghanistan-Pakistan eingesetzt und man schätzt, dass es rund 250 Einsätze gab. Und je nach Untersuchung und Quelle kann man sagen, sind dabei zwischen 1.800 und 3.300 Menschen getötet worden. Jetzt gab es ja letzte Woche im Deutschen Bundestag eine Debatte. Unser Verteidigungsminister de Maizière setzt sich dafür ein, dass auch die Bundeswehr bewaffnete Drohnen anschafft. Er sagt, es ist eher ethisch von Vorteil, weil damit gezielt geschossen werden können und weniger Kollateralschäden entstehen, also weniger unschuldige oder Zivilpersonen getroffen werden. Wie positionieren Sie sich da?
Es ist wirklich ein sehr, sehr schwieriges Thema, zumal eine der Hauptprobleme ja ist, dass die Roboter, also die militärische Robotertechnologie wird zurzeit primär für Aufklärung eingesetzt. Jetzt haben wir eine klare Tendenz hin zu bewaffneten Systemen. Und persönlich würde ich die jetzt mal so einschätzen, wenn man jetzt wirklich Soldaten, Infanterie direkt vor Ort hat, haben die nochmal eine ganz andere Möglichkeit, die Situation einzuschätzen. Das Vor-Ort-Sein ist halt eine sehr elementare auch Erfahrung für die, die in den ganzen Entscheidungsprozessen eingebunden wird. Das ist sozusagen ein Extrem. Das andere Extrem, das ja auch hinlänglich eingesetzt wird, sind sozusagen Kampfjets, dass ich halt also einfach eigentlich auch einen Roboter habe, nur in diesem Roboter sitzt nochmal ein Mensch direkt drin, den nennen wir dann Pilot. Mhm. Weil wenn ich mir mal einen Kampfjet angucke, es gibt auch ein sehr schönes Buch aus den 50ern, das heißt The Robots Are Among Us, also die Roboter sind unter uns. Wo einfach mal gesagt wurde, ja, die modernen Kampfjets, Waffensysteme sind eigentlich alle Roboter. So ein Pilot ist sehr, sehr weit vom Geschehen weg. Also da ist halt nicht nur dieses Element des, wir haben hohe Kollateralschäden, sondern da ist halt auch wirklich ein sehr, sehr High Level. Es gibt da einfach einen Befehl, da wird eine Bombe abgeworfen oder eine Rakete abgefeuert. Und das ist halt so eine total automatische Kette. Die Drohnen sind da sozusagen in der Mitte. Sie ermöglichen sozusagen in dieser Bandbreite von, wir haben vor Ort unter hohem Risiko Soldaten, die direkt eingreifen und dem, naja, Kampfjet und wir schmeißen mal was rein und irgendwas wird schon treffen. Sozusagen eine Option in der Mitte. Wie stark man diese Option nutzen kann, ist jetzt natürlich auch eine politische Frage. Ich halte es prinzipiell, das ist natürlich jetzt eine sehr gefährliche Sache, aber ich halte es prinzipiell zumindest mal für sinnvoll, dass man offen darüber debattiert und dass man auch über die technischen Möglichkeiten nachdenkt. Also die Sorge ist ja, dass wenn es solche Fernwirkungswaffen gibt, die auch einen hohen Teil von Automatisierung haben, von Autarkie haben, die womöglich ohne Funkkontakt und Steuerung hinter den feindlichen Linien eigenständig agieren, Waffen abwerfen und so etwas, dass da auch vieles schief gehen kann. Da gibt es auch teilweise sehr falsche Vorstellungen. Also das komplett autonom hinter feindlichen Linien agieren ist momentan unrealistisch. Also das ist eine Cruise Missile, die ist auch in einem gewissen Sinne ein Roboter, die agiert autonom, die kann ich abfeuern und irgendwann schlägt sie ein. Aber Drohnen sind ferngesteuert, da ist immer noch mal ein Human in the Loop oder sogar mehrere Menschen sind da also sozusagen in dieser Schleife drin. Wir haben nun mal die Realität, leider Gottes, dass Deutschland halt auch zunehmend weltpolitisch in Krisensituationen aktiv ist und halt auch das stärker gefordert wird. Ich denke, wir können um die Drohnendebatte nicht umhin und wir sind halt auch, glaube ich, als Staat gut beraten, da auch wirklich mal zu versuchen, naja, es geht nicht wertfrei, es geht natürlich auch nicht, aber mal ein bisschen von Dogmen weg zu versuchen, ja auch einfach mal zu bewerten, welche Möglichkeiten geben die uns und wie gesagt, ich habe auch mit dem ganzen Thematik Bauchweh, Bundestag wird ja nicht nur bewertet, sondern es sollen ja gleich Drohnen gekauft werden. Also, und dazu hatte ich Sie gefragt, wie Sie das bewerten. Das Kaufen an und für sich, denke ich, ist durchaus als eine Option legitim. Mhm. Man muss auch wirklich sehen, die Bundeswehr hat ja auch schon verschiedenste Waffensysteme. Mhm. Und allein schon mal sozusagen sich mit einer Option auseinanderzusetzen, die wirklich zwischen den totalen Extremen, Soldaten vor Ort und dem Kampfjet
zumindest mal noch mal eine Option bietet. Die andere Alternative wäre halt auch zu sagen, wir schaffen mal die Infanterie und die Kampfjets ab. Mhm. Das wäre die einzige wirklich dann konsequente Handlungsweise, wenn man halt sagt, die Zusatzoption, die eventuell sinnvoll sein könnte, wollen wir nicht haben. Gut, vielen Dank. Dann haben wir dazu eine glaube ich, klare Aussage. Jetzt fragt Ute Däubler, wer verantwortet falsche Entscheidungen? Es kann ja mal, es finden ja Entscheidungen unter Zeitdruck statt, sagen wir mal mit irgendwelchen automatisierten Waffen, 20 Sekunden, hat der Mensch noch einen Blick drauf, dann übernimmt die Maschine, die Rakete oder auch wer immer. Sie fragt, wer verantwortet falsche Entscheidungen, Mensch oder Maschine? Ja, immer der Mensch. Der Mensch. Das ist. Aber jetzt der Kommandeur, der Programmierer, der Hersteller. Wohin mit der Schuld? Wer verantwortet Fukushima? Wer verantwortet? Das ist natürlich bei Technologie immer sehr, sehr schwierig. Es gibt Fälle im Leben, wo man wirklich sagen kann, das ist schwarz und weiß. Die Realität sind meistens sehr viele Graustufen. Siegfried Neubert fragt, meinen Sie, dass es in Anlehnung an die Science-Fiction-Literatur, er denkt da an Isaac Asimovs 3 Robotergesetze, einen speziellen Roboter-Sicherheitskodex geben muss? Und Helmut Müller fragt, ich glaube, das ist ähnlich gemeint, wie sehen die Reset-Knöpfe bei ethischen Grenzen aus? Ja, also ich liebe Isaac Asimovs Robotergesetze und das Schöne ist ja, selbst wir Menschen können die ja nicht einhalten. Also sozusagen diese Theorie einschätzen zu können, was passiert, wenn. Also da ist ja so ein bisschen der Grundgedanke, ein Roboter soll nie einen Menschen töten, der soll auch nie durch unterlassen. Und also die Frage ist halt, wie beeinflusst mein Handeln sozusagen all die anderen? Das ist also nie komplett vorhersehbar. Von daher sind das halt auch teilweise so, sag ich mal, Nicht-Probleme. Okay, also das diese Gesetze halt, sind notwendig zu allgemein, man kann sie so speziell gar nicht formulieren, wie man sie bräuchte. Ja, also man kann sozusagen versuchen, Dinge einzubauen, dass so etwas, also dass das möglichst vorhersehbare Unfälle nicht passieren. Mhm. Aber selbst wir Menschen haben ziemlich viele Autounfälle, schön regelmäßig und können halt immer sagen, du sollst so fahren, dass nichts passiert, aber die Realität sieht anders aus, weil man halt auch nicht jede Konsequenz immer komplett vorhersehen kann. Ja. Noch grundsätzlicher fragt Professor Ralf Witt. Er fragt nach dem Metawissen intelligenter Maschinen, und zwar über den Bereich des Erlaubten oder Verbotenen. Kann das System wissen, ob es sich bei einer kodierten Regel um eine Rechtsnorm, eine allgemein ethische Norm, eine praxisbezogene Handlungsanweisung oder um ein Naturgesetz handelt? Der Roboter sich jetzt auch noch beurteilen, was für eine Art von Gesetz ist denn das? Kann er das? Da mache ich mal eine ganz böse Gegenfrage. Kann das der durchschnittliche Infanteriesoldat, der da einfach mal durch den Roboter potenziell, wenn wir jetzt wirklich mal in dieser Szenerie Waffensysteme bleiben. Ich glaube, die Frage ist gar nicht kritisch gemeint rein. Nein, also nur so. Was können die Systeme alle? Sie glauben das wohl eher nicht. Eher nicht. Also ich würde es nicht ausschließen, dass es irgendwann mal einen netten Roboter gibt, der auch wirklich mal Philosophie studiert, weil er halt auch sich selber damit auseinandersetzen will. Wo komme ich her? Wo gehe ich hin? Und bin ich jetzt wirklich bewusst oder nicht? Also einen solchen haben Sie hier neben sich sitzen. Ja. Ich bin ja als Roboter eingeführt. Aber Sie trinken mir dafür viel zu viel Wasser. Ach so, den Trick habe ich schon durchschaut. Eine schleichende Gefahr anderer Art sieht Sanders Schier. Herr Sanders Schier, jede Substitution von menschlichen Tätigkeiten durch technische Hilfen erhöht die Abhängigkeit des Menschen von ihnen. Gleichzeitig macht sie abhängig von denen, die diese Hilfen programmieren, von ihnen nämlich, oder formatieren. Besteht nicht die Gefahr einer Wissens- und Machtkluft zwischen den Entwicklern und denen, die nur nutzen und ihre Fähigkeiten zu den substituierten Tätigkeiten verlieren?
Ja, ich meine, das ist halt einfach die Geschichte der Menschheit. Wir werden halt einfach immer spezialisierter. Wer hier in diesem Raum versteht sein Auto oder seinen Computer oder kann, da sind wir wieder bei diesem Robinson-Beispiel. Mhm. Jeder von uns ausgesetzt auf einer einsamen Insel mit, ich sage jetzt mal, ein paar Steinwerkzeugen und vielleicht sogar noch einem Seil, hätte so seine Schwierigkeiten. Ja, wir müssen diesen Prozess, den Sie beschreiben, ja nicht so ergeben zusehen. Da schließe ich mich Renate Spiering an, die sagt, was gibt es denn nicht aber irgendwelche präventiven, heilsamen Prozeduren im Umgang mit Technik? Ach, das ist halt dieses, dann hat man mal die elektrische Zahnbürste ausprobiert und sagt, das ist echt viel besser, als einfach immer nur so zu machen. Ne? Es sind dann wirklich so diese schleichenden Kleinigkeiten, wo man dann im Laufe seines Lebens immer mehr Technologie zulässt. Jetzt beschreiben Sie wieder die Degeneration sozusagen. Aber was kann ich dagegen tun? Was könnten Sie auch als Forscher? Ach, ich fühle mich da wunderbar wohl mit. Also ich liebe die beheizten Sitze in meinem Auto und also eine richtig gute Kaffeemaschine. Also früher gab es da noch mal diese ganz schlimmen Geräte, gerade in Deutschland. Die meinen nicht, die ich habe? Mittlerweile, vor 20, 25 Jahren gab es so Säureproduzenten. So. Heute haben die Leute alle Vollautomaten und die sind lecker. Also ich kann mich mit den Annehmlichkeiten der Technologie wunderbar anfreunden. Gut. Wir kommen aufs Ende zu. Wir haben mit einer Märchenstunde angefangen. Jetzt wird es immer märchenhafter. Wir haben jetzt die Vision, an der auch Autoren wie Ray Kurzweil und andere schuld sind. Jetzt haben wir also die Vorstellung, die Roboter überrunden uns. Sie übernehmen. Siegfried Neubert, wird es je autarke, uneingeschränkt lernfähige Robotersysteme geben und hätten Sie dann gegebenenfalls gar keine Angst davor? Also ich kann es mir prinzipiell vorstellen. Angst hätte ich keine davor, weil ich habe ja schon so ein bisschen motiviert. Ich kann mir nur vorstellen, dass die sich auch irgendwie entwickeln müssten, dass sie auch definitiv, wenn sie menschenähnlich sein sollen oder menschenähnlich gebaut, auch starke soziale Komponenten, Menschen sind einfach soziale Tiere, haben müssten. Und was soll der Grund für die sein, dann die Menschheit zu übernehmen? Vielleicht sagen die ja auch, och, die sind ja eigentlich ganz niedlich und mit denen kann man ja auch mal hin und wieder vernünftig debattieren. Ein einfacher Mensch, so heißt die Unterschrift, schreibt uns von seiner Horrorvorstellung, wie können wir verhindern, dass wir den Hell, er wurde eingangs erwähnt, Hell aus diesem Film Odyssey 2001 im Weltraum, dass wir den bekommen, also der so neurotisch wird, durchdreht, am Ende uns vernichten will. Wie können wir, was ist die Frage, wie können wir das verhindern? Es geht auch dann wieder so ein bisschen in die Richtung, wie können wir verhindern, dass unsere Kinder schlecht aufwachsen, wie können wir verhindern, also ich glaube wirklich, wenn wir es zulassen, dass halt irgendwann mal Roboter sich entwickeln können und dass man wirklich mal dieses Gedankenexperiment macht. Man hätte wirklich menschenähnliche Roboter. Da kann es durchaus mal passieren, dass da einer durchdreht. Es kann auch durchaus passieren, dass mal Menschen durchdrehen und schwachsinnige Dinge machen. Mit diesem Restrisiko, nenne ich es mal, muss man halt irgendwo leben. Und wir machen mitunter Menschen auch mal durchaus Angst, wenn die mit ihren wilden Theorien kommen, was man so mit anderen Menschen anstellen kann. So, letzte Frage der eingesandten Fragen. Dann machen wir ganz schnell noch mit Handzeichen. Was sagen unsere Organisatoren? Ja, wir lassen noch ein bisschen was zu. Aber vorher hat noch Martin Zwick geschrieben, und jetzt verlassen wir mal die ganzen furchtgebietenden Szenarien und gucken uns den vielleicht weniger ehrfurchtgebietenden Alltag der Robotik an. Der fragt nämlich, was gibt es denn da neben diesen kleinen selbstständigen Haushaltsstaubsaugern und Rasenmähern? Was gibt es denn da eigentlich so wirklich in unserem Alltag eigentlich jetzt schon? Ja, in unserem Alltag sieht man es, glaube ich, nicht so sehr. Es tut sich relativ viel in der Unterwasserrobotik, weil da
sich halt auch teilweise neue Märkte entwickeln, also Öl- und Gasindustrie, halt, ich hatte es ja auch schon mal erwähnt, die Windparks, die angeschlossen werden müssen, und so weiter. Der Haushaltsroboter ist halt auch so ein bisschen so ein schöner Traum. Da ist halt Kosten-Nutzen halt eine sehr schwierige Sache. Ich habe noch einen sehr schönen Stich aus dem Anfang, Ende 19. Jahrhundert von einer Patentanmeldung. Wenn man es sieht, sieht sofort aus wie ein Haushaltsroboter. Das ist also so eine stählerne Maschine mit Dampfkessel, wo halt auch die direkte Idee war, wir haben jetzt die Dampfmaschine, dann brauchen wir da noch ein paar Zahnräder und dann haben wir unsere Haushaltshilfe, wurde zum Patent angemeldet, hat nicht ganz funktioniert. Also, noch ein weiter Weg. Ja, die Idee ist alt, in Grenzen funktioniert es halt schon, aber dann ist auch wieder so die Frage, Kosten-Nutzen, bin ich halt bereit, 500.000 für so eine Haushaltshilfe auszugeben? Na, das rentiert sich noch nicht ganz. Nee, klingt nicht so. So, jetzt Saalfrank A, ich kann wie üblich gar nichts sehen, aber wir haben hier Mikrofonträger, die das entscheiden. Da bin ich auch davon entlastet. Natürlich gilt die Regel, kurze Frage, noch kürzere Antwort. Ja. Der Roboter stellt das Mikrofon an. Ja. Die Tücken der Technik. Ja. Sonst fragen Sie ohne Mikro, das geht ja auch. Wunderbar. Okay. Es war eigentlich schon immer so, dass halt gerade große Firmen, die viel Geld haben, halt auch sich mit solchen Themen beschäftigt haben. Beispiel IBM und halt die Schachroboter. Da ist halt oft eine Kombination zwischen A, Spieltrieb. Da kann ich auch meine Ingenieure in der Firma noch mal ein bisschen mit motivieren. B, mal gucken, wohin die Reise geht, also was halt mögliche neue Märkte sind. Und dann halt auch teilweise Image, weil wenn ich halt Technologieführer bei solchen Sachen bin, dann färbt das halt auch oft auf das Kerngeschäft ab, dass ich ganz toll bin. Beispiel Honda mit dem Asimo Humanoid, die bauen ja eigentlich Autos, aber das hat halt auch nochmal positiv als Technologieführerkonzern abgefärbt. Okay, danke. Ja, vielen Dank. Ich habe zwei Anmerkungen, und zwar ein Freund von mir hat einen Rasenmäher-Roboter, der recht gut funktioniert, und bei der Anwältin, bei der ich neulich war, da war ein Roboter, der ihr Boden putzte, das ging scheinbar auch ganz gut. Also es gibt schon Ansätze zu solchen Haushaltsrobotern. Aber ich wollte eigentlich zu Hell zurückkommen. Hell hat deshalb viel funktioniert, weil ein Mensch ihm einen widersprüchlichen Befehl gab, beziehungsweise ihn zwang zu lügen. Was ich meine, oder weshalb greife ich das auf, ist es nicht schön Wetterdenken, wenn wir dann schon sagen, es wird Roboter geben, die fortschrittlich sind und so weiter, wenn wir annehmen, dass solche Problematiken, wie dass Roboter böse werden könnten, gar nicht zur Diskussion stehen. Ich denke, wir Menschen sind die Ursache, dass die Roboter gegebenenfalls mal nicht so funktionieren, wie wir das wollen. Es gibt so einen Satz in der Programmierung, es gibt keine goldenen Programme. Heißt, es gibt keine Programme, die wirklich funktionieren, ohne Fehler zu haben. Die Programme, die verifizierbar sind, sind lächerlich klein, wenn man bedenkt, dass Millionen von Befehlen allein in irgendeinem Betriebssystem, was man Microsoft nennt, drin stecken. Und wie die funktionieren, wissen wir alle. Okay, danke. Vielleicht nehmen wir gleich, weil es ein bisschen allgemeinerer Beitrag war, nehmen wir gleich noch eine Frage hinten dran. Und dann können Sie beides zusammenbinden. Ich habe eine Frage, und zwar, wie weit ist die heutige Forschung im Sinne von, dass die
Computer selbstständig lernen, also zum Beispiel bei der Schrifterkennung. Es ist ja nicht trivial, eine Handschrift zu erkennen. Und wie weit, was ist der heutige Stand der Forschung? Okay, danke. Dann nehmen wir noch eine dritte Frage. Ich glaube dann, ja, das schaffen Sie. Das schaffen eine ganz kurze Frage. Sie sind, herzlichen Dank. An einer Elite-Universität, Sie schaffen das. Das braucht mehr Kaffee. Mein Punkt ist der, darf die Wissenschaft alles das erforschen, wozu sie in der Lage ist? Klare Frage. Das ist eine schöne Frage. Ich sage einfach mal ja, weil das ist sozusagen für mich das definierende Element des Menschen, zu fragen, wieso, weshalb, warum. Und irgendwann auch bei der Anwendung zu sagen, stopp. Also ich hatte auch selber schon Situationen, wo ich gesagt habe, okay, da arbeite ich jetzt nicht weiter. Den Geldgeber nehme ich jetzt nicht. Aber die Fragen zu stellen, zu forschen, kritisch nachzudenken, denke ich, das ist das Wichtigste, was den Menschen ausmacht. Okay, klares Foto, die Schrifterkennung. Die Schrifterkennung, das maschinelle Lernen, eine ganz vereinfachte Antwort. Es gibt extrem gute Algorithmen und Verfahren, die mathematische, statistische Methoden verwenden. Jetzt ist natürlich die Frage, wie stark passiert das auch beim menschlichen Denken? Es gibt so ein paar Theorien in die Richtung, auch aus der Neurowissenschaft, dass es da Bezüge gibt. Aber das, was wir unter Lernen verstehen, im Sinne von entwickeln, also wir haben da ein Neugeborenes und dann irgendwann sagt das, ich mag meinen Brei nicht mehr, diese ganzen Stufen, die können wir halt noch nicht nachbilden, aber es gibt halt extrem gute Verfahren, die sozusagen beobachten, Statistik führen und dadurch wirklich Erkenntnisgewinn machen und die auch schon sehr beeindruckende Ergebnisse erzielen können. Danke. Und dann die goldene Programmiererregel vielleicht? Da ist auch sehr, sehr viel dran, wobei halt die Robotik da halt auch schon ein bisschen weiter ist, weil wir haben die zusätzliche Schwierigkeit, dass wir auch noch mit Sensoren arbeiten müssen. Und Sensoren sind schon inhärent fehlerhaft. Die Daten, die von denen kommen, da ist schon viel Nonsens drin. Und deswegen gibt es da eigentlich kaum ein Verfahren, das nicht versucht, auch, da gibt es dieses magische Wort der Robustheit, also robust die Daten zu verarbeiten. Das heißt also, dass auch in gewissen Grenzen mit Fehlern umgehen kann. Da kommt auch oft wieder die Statistik mit rein. Da müsste ich jetzt zu weit technisch ausholen. Aber das ist ein wichtiges Thema, aber wird auch inhärent in der Robotik berücksichtigt. Allein schon, weil Sensorik immer fehlerhaft ist. Gut. Jetzt noch eine Abschlussfrage von Roboter Martin Meister 2 oder wie war der Name? Nein, beziehungsweise gar keine Frage mehr. Nein, Fragen haben wir jetzt genug gestellt. Ich habe von Ihnen tatsächlich 33 Fragen bekommen. Die meisten wurden gestellt und meine 100 Fragen noch dazu. Ich weiß gar nicht, wie wir das alles in dieser Zeit geschafft haben. Vielen Dank für Ihre Geduld. Jetzt lese ich nur noch eine kleine launige Bemerkung von Ihrem Kollegen Noel Sharkey aus Sheffield vor. Ein Robotiker. Er berichtet, wir sind nochmal bei den Haushaltsrobotern jetzt. Er berichtet, er hätte zu Hause 40 Roboter liegen. Zu Hause, nicht im Institut, da hat er wahrscheinlich noch viel mehr. Sie liegen alle inaktiv in den Regalen seiner Werkstatt zu Hause, bis auf einen, und der wischt Staub. Und ist Sharky zufrieden mit ihm? Seine Antwort: Er ist ein guter Roboter. Nur leider putzt er ziemlich schlecht. Ja. Vielen Dank für Ihre Geduld. Danke. Und ich denke, Sie sind noch für Nachfragen zu haben. Gerne zu haben.